Vaisan, Land des ewigen Lebens. Auf den Inseln des ewigen Lebens, Horaesan genannt, herrscht ewiges Glück und ewiger Frieden. Dort gibt es weder Schmerz noch Krankheit noch Tod, weder Leiden noch Unfrieden. Dort herrscht ewiger Frühling und ewige Pracht. Kein Sturm, kein Winter vernichtet die in ewiger Schönheit prangende Natur. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Menschen sich nach diesem Lande sehnen und nichts unversucht lassen, es zu finden. Doch ist es noch keinem Menschen, der in der Absicht auszog, jenes wunderbare Land zu suchen, gelungen, es zu finden. Denn eine lange, lange Seereise trennt es von allen bekannten Ländern. Aber niemand weiß die Richtung, in der er ziehen muss, um es zu finden. Niemand kennt die Lage des hochgelobten Landes. Nur die Schwalben und Sommervögel, die im Winter Japan verlassen, kennen die glückseligen Inseln und ziehen dorthin, wenn der Wintersturm Japan durchbraust. Wer aber reinen Herzens ist und nicht in der Absicht auszieht, sich dem Kampfe des Lebens zu entziehen, wer nicht beabsichtigt, in Frieden und Glück zu leben, ohne vorher seine Pflichten gegen Gott und Menschen zu erfüllen, dem kann es geschehen, dass ihn ein günstiger von den Göttern gesandter Wind zu den ewig grünen Inseln führt. Doch nimmer kehrt er dann zurück, denn gestillt ist all sein Sehnen und ein jeder Wunsch befriedigt. Vor langen, langen Jahren, so berichtet uns der japanische Geschichtenerzähler, schenkten die Götter einigen Auserwählten das große Glück, Horaesan zu finden. Aber nur einer namens Wasubiowo kehrte zurück und brachte Kunde von diesem glückseligen Land. Ja, es gelang ihm sogar, eine Frucht von dort mitzunehmen, nämlich die Orange, die vordem in Japan ganz unbekannt war. Heute aber, dank der von Wasubiowo mitgebrachten ersten Frucht, auch hier heimisch ist. Es wird erzählt, dass einst in China ein grausamer Kaiser regierte, herrschsüchtig und unduldsam, so dass niemand, der etwas konnte oder verstand, seines Lebens sicher war. Denn er allein wollte der Einzige sein, in allem vollkommen. Wer mehr konnte als er, den ließ er beseitigen. Dieser Kaiser hatte auch wie alle Kaiser einen Leibarzt. Der hieß Yofuku. Das war ein gar gelehrter Herr und außerordentlich klug. Doch der Kaiser trachtete ihm nach dem Leben, weil er des Arztes Klugheit fürchtete. Er konnte ihn aber nichts anhaben, denn er wusste keinen besseren Arzt. Endlich aber wurde der Arzt dieses Lebens in Furcht und Schrecken satt, und er dachte eine List aus, wie er es anstellen könne, aus dem Lande und aus dem Bereiche des Kaisers zu flüchten. Es kam ihm auch ein guter Gedanke, und so sagte er eines schönen Tages zum Kaiser: »Ihr habt doch neulich von den immergrünen Inseln des ewigen Lebens erzählen hören. Gebt mir die Erlaubnis, sie zu suchen, damit ich von dort heilkräftige Kräuter und ewiges Leben verleihende Früchte für euch holen kann. Wenn es mir gelingt, werdet ihr in ewiger Glückseligkeit leben, an nichts Mangel leiden und Herrscher der ganzen Welt werden.« Diese Rede schmeichelte dem Kaiser, und in der Hoffnung, noch größere Macht und Gewalt zu erlangen, gab er dem Arzte die Erlaubnis zur Abreise, drohte ihm aber mit dem Tod, wenn er ohne die begehrten Gaben zurückkehren würde. Der Arzt erhielt ein Schiff und ein großes Gefolge und schiffte sich ein. In Japan angekommen, ließ er in der Nacht, als das Gefolge ans Land gegangen war und sich dort belustigte, in aller Stille die Anker lichten und fuhr weiter, um einen anderen Platz zu suchen. Was er nun aber gar nicht beabsichtigt hatte, das wollten ihm die Götter gelingen lassen. Denn plötzlich erhob sich ein furchtbarer Sturm und trieb das Schiff mehrere Tage hin und her. Das Steuer ging verloren, die Schiffsbemannung wurde vom Sturme ins Meer geschleudert.
und als endlich wieder schönes Wetter eintrat, war der Arzt nur noch allein auf dem Schiffe, das er nicht zu regieren verstand. Ein tapferer Mann wie er verzweifelt nicht, sondern wandte sich an die Götter. Und siehe da, als er sein Gebet vollendet hatte, wurde das Schiff in ruhiger Fahrt vorwärts getrieben und landete endlich auf Horaisan. Kaum hatte er das Schiff verlassen und das Land betreten, da versank das Schiff spurlos im Meere, ihm jede Rückkehr abschneidend. Am Strande traf er den Japaner Wasobiowo, der ihn begrüßte und ihm erklärte, wo er sich befinde. Da war der Arzt froh und dachte gar nicht mehr daran, nach China zurückzukehren, um dem grausamen Kaiser unverdientes Glück zu bringen, sondern er blieb auf Horaisan, und niemand hat seitdem wieder etwas von ihm gehört. Anders Wasobiowo. Dieser lebte früher in Nagasaki, wo er ein Häuschen besaß, das er mit einem Diener bewohnte und wo er in stiller Zurückgezogenheit lebte, sich nur mit Wissenschaften und allerhand Künsten beschäftigend. Seine liebste Beschäftigung war das Angeln, und er konnte oft tagelang auf dem Meere zubringen, einzig allein nur um zu angeln oder im Boote liegend den Gang der Gestirne zu beobachten und zu berechnen. Eines Abends war er, wieder mit seinem Angelgerät versehen, bei herrlichem Mondschein aufs Meer hinausgerudert. Die sternenklare, ruhige Nacht aber ließ ihn das Angeln vergessen. Träumend verfolgte er den Lauf der Sterne und freute sich des kräftigen, Kühlung wehenden Meeresodems. Die Ruder entglitten seinen Händen, und er wusste nicht, wie lange er sich seinen träumerischen Gedanken überlassen hatte, als sich der Himmel überzog und ein furchtbares Unwetter heranraste. Ohne Ruder war er machtlos den Wellen und dem Sturme preisgegeben, und nur mit Hilfe des Steuers vermochte er das Boot vor dem Kentern zu bewahren, das mit unheimlicher Schnelligkeit bald über die hochgehenden Wogen dahinschoss, bald in die schwarzen Wellentäler versank, die es zu verschlingen drohten. Endlich legte sich das Wüten des Sturmes. Es wurde heller Tag. Aber Wasobiowo sah nichts als das unermessliche, wogende Meer. Nirgends ein Zeichen, nirgends einen Punkt, an dem das ruhelos schweifende Auge einen Anhalt gefunden hätte, um sich zu orientieren. Er ergab sich in sein Schicksal und harrte des Abends, um aus der Stellung der Sterne bestimmen zu können, wo er sich befinde. Am Abend, als die Sterne zum Vorschein kamen, da sah er zu seinem Schrecken, dass er mehrere hundert Meilen von der Heimat entfernt war und er gar nicht daran denken konnte, ohne Ruder dorthin zurückzukehren, umso weniger, als ihn entgegengesetzt wehender Wind immer weiterführte. Wasobiowo hoffte in dieser Richtung bald ein Land zu finden oder einem Schiffe zu begegnen. Deshalb suchte er mit Hilfe des Steuers möglichst geraden Kurs zu halten, was ihm auch gelang, da die Windrichtung sich änderte. 3 volle Monate trieb er so auf dem Meere und lebte nur von den Fischen, die er mit seiner Angel fing und roh verzehren musste, da er kein Feuerzeug bei sich hatte. Nach dieser langen Zeit endlich begannen sich im Wasser Pflanzen zu zeigen, die, je weiter er kam, immer dichter wurden. Das Meer verlor seine glänzende Farbe und ging endlich in einen dicht mit Pflanzen aller Art bewachsenen Sumpf über, in dem das Boot nicht mehr weiter konnte. Aber Wasobiowo verlor nicht den Mut. Er griff die Pflanzen und zog daran, und siehe, sie hielten Stand wie Stricke. Nun begann eine mühselige Arbeit. Von Pflanze zu Pflanze greifend, zog er sich mit dem Boote immer weiter durch dieses Pflanzengewirr, durch diesen Morast. Über 40 Stunden dauerte die Arbeit. Todmüde, kraftlos und halb verhungert war er, denn hier gab es auch nicht das kleinste Lebewesen, das er als Nahrung verwenden konnte, als er endlich diese unheilvolle Strecke überwunden hatte.
Nun lag vor ihm ein silberglänzendes Meer, und in einiger Entfernung schimmerte ein grünes Land, überragt von einem bis zum Himmel reichenden Berge. Es war Horaisan mit dem Vaterberg. Doch wusste Vasubiovo dies noch nicht, ja, ahnte es nicht einmal, sondern freute sich nur, endlich wieder Land zu sehen. Eine Strömung führte ihn dem Lande zu, und nach 10 Stunden stieß sein Boot auf den wie Gold und Silber glänzenden, sandbedeckten Strand. Hocherfreut sprang er aus dem Boote, fiel nieder und dankte den Göttern für seine Rettung. Da aber, oh Wunder, als er sich nach dem Gebete erhob, war all seine Müdigkeit verschwunden, vergessen waren alle Strapazen seiner Reise. Er fühlte weder Hunger noch Durst, und ein wonniges Kräftegefühl durchdrang ihn. Da näherten sich ihm weise, ehrwürdige Männer und schöne, edle Damen, die ihn begrüßten. Sie priesen sein Glück, die Reise nach Horaisan überstanden zu haben, und nahmen ihn als neuen Bürger in ihre Mitte auf. Jetzt wusste er, dass er auf Horaisan war, auf Horaisan, das er stets für ein sagenhaftes, nicht existierendes Land gehalten hatte. Es existierte also wirklich. Ja, er war jetzt selbst in dieses wunderbare Land gekommen und als Bürger aufgenommen. Wieder dankte er den Göttern. Die Stunden eilen und werden zu Tagen, diese zu Wochen, dann zu Monaten und endlich zu Jahren, die Jahre zu Jahrhunderten, dann zu Jahrtausenden und so weiter, in unzählbarer Menge bis in alle Ewigkeit. Aber auf Horaisan gibt es keine Stunden, keinen Tag und keine Nacht, keine Zeiten und keinen Zeitenwechsel, kein Essen und kein Trinken, kein Leid und keinen Tod. In ewiger Glückseligkeit, in geistreichen Gesprächen, bei anregenden Unterhaltungen, bei Musik, Gesang und Tanz streicht die Zeit unaufhaltsam ohne Wechsel und deshalb unbemerkt vorüber. Wer vermag daher zu sagen, wie lange Zeit Vasubiovo auf Horaisan war, ob es Jahrzehnte oder Jahrhunderte waren, als die Götter einen neuen Ankömmling sandten, jenen chinesischen Arzt Yofuku. Seit dessen Ankunft jedoch war Vasubiovo wie umgewandelt. Hatte der Arzt Heimatsluft mitgebracht, hatte sein Erscheinen in Vasubiovo einen schlummernden Gedanken geweckt. Wer vermag es zu sagen? Jedenfalls fühlte er sich nicht mehr wohl in diesem ewigen Einerlei der Glückseligkeit, und er sehnte den Tod herbei. Für diesen war jedoch Horaisan unerreichbar. Hier hatte dieser bleiche Gast kein Heim, deshalb konnte Vasubiovo hier auch nicht sterben. Sogar sich selbst den Tod zu geben war nicht möglich, denn im Wasser ging man nicht unter, vom Berge konnte man sich nicht hinabstürzen, denn die Luft trug wie das Wasser. Es gab weder Waffen noch Gifte, um sich das Leben zu nehmen. Nur ein einziges Mittel gab es. Das war fort von Horaisan. Aber wie? Kommen nicht alljährlich die heimatlichen Vögel nach Horaisan, um dort die Zeit zu verbringen, da in Japan der Winter herrscht? An diesen Umstand denkend beschloss Vasubiovo, sich einen der stärksten und größten Vögel zu fangen, ihn zu zähmen und abzurichten, damit er auf dessen Rücken nach der Heimat zurückkehren könne. Kaum hatte er diesen Entschluss gefasst, als er auch ans Werk ging, denn es war gerade die Zeit, da die Zugvögel auf Horaisan ankamen. Unter diesen war auch ein besonders großer, starker Kranich, der kräftig genug erschien, Vasubiovo als Reitpferd dienen zu können. Diesen zähmte er sich. Er hatte ihn auch bald so weit abgerichtet, dass der Vogel ihn aufsteigen ließ und mit ihm kleine Strecken weit flog. Als dann der Zeitpunkt kam, da
Da die Vögel sich zur Heimreise anschickten, da packte Vasubiovo eine große Menge von Früchten zusammen, von denen er auf seiner Reise leben wollte. Denn sobald er Horaesan verlassen hatte, musste er wieder an Essen und Trinken denken. Vorher besprach er sich noch mit dem chinesischen Arzte und lud ihn zur Mitreise ein. Dieser jedoch erwiderte: »Ich danke sehr für Ihre liebenswürdige Einladung, aber ich wäre ein Tor, wollte ich dieses vollkommene Leben auf Horaesan mit dem Unvollkommenen in Japan oder China oder sonst einem von Menschen bewohnten Lande vertauschen. Reisen Sie glücklich und mögen Sie es nie bereuen, dieses glückselige Land verlassen zu haben. Denn die Rückkehr ist schwierig, sogar unmöglich.« Vasubiovo sagte lächelnd: »Ich hoffe, dass ich meinen Entschluss nie bereuen werde, denn meine Seele findet keinen Gefallen an untätiger Glückseligkeit. Das wahre Glück für mich liegt nicht in ewiger Jugend und Nichtstun, sondern in Arbeit, Schaffen und Streben für andere. Habe ich für meine Mitmenschen gewirkt, dann habe ich auch für mich gewirkt.« Hatte er recht? Ich glaube es. Also stieg Vasubiovo auf den Rücken des Kranichs, und dieser stieg mit ihm empor zum azurblauen Himmel. Dann ging es über viele unbekannte Länder und Städte, durch das Land der Riesen und der Zwerge, der Einbeiner und der Dreieugigen und durch viele andere wunderbare Länder. Überall hörte und sah Vasubiovo das Leben und Treiben der Bewohner und lernte vielerlei Dinge und Weisheiten. Endlich aber kam er wieder in Japan an. Alle Leute staunten ihn an. Sein Name war fast vergessen, denn nicht weniger als 700 Jahre war er fort gewesen. Aber der Aufenthalt auf Horaesan hatte auf seinen Körper solchen Einfluss gehabt, dass es ihm nicht ging wie Urashima, dem Fischer, sondern dass er bei Gesundheit und Kräften war, als wäre er nur wenige Tage abwesend gewesen. Von allen Früchten, die er aus dem Lande des ewigen Glückes mitgenommen hatte, brachte er nun noch eine Orange mit. Diese pflanzte er im Garten, und sie trug tausendfältige Frucht, und von ihr stammen die heute in Japan wachsenden Orangen. Vasubiovo lebte noch viele, viele Jahre als weiser und zufriedener Mann und erzählte oft von seinem Aufenthalte auf Horaesan und von seiner Reise auf dem Kranich. Seinem Angelvergnügen aber blieb er bis ins späte Alter treu und fuhr noch oft des Abends aufs Meer hinaus. Von einer dieser Ausfahrten kehrte er nicht mehr zurück. Sein gekentertes Boot wurde später auf hoher See treibend aufgefunden. Von Vasubiovo jedoch war nirgends eine Spur. Ob er wieder nach Horaesan zurückgekehrt war? Sein Andenken wird in Japan hoch in Ehren gehalten, als des einzigen Mannes, der Kunde von Horaesan brachte und die Orange von dort nach Japan verpflanzte. Im Munde des Geschichtenerzählers in Wort und Schrift lebt die wunderbare Reise Vasubiovos fort, und in vielen Tempeln, in Büchern und Symbolen findet man ihn dargestellt, wie er auf dem Kranich sitzend über das Meer getragen wird. Der kluge Hase. Eines schönen Tages schwamm der Fischkönig in seinem Reiche wohlgemut umher. Es war ein wunderschöner Tag, und die Sonne erhellte das Wasser bis nahe auf den Grund. Da erblickte er plötzlich vor sich einen dicken, fetten Wurm, der ihm gar appetitlich erschien, und da er gerade einen kleinen Hunger verspürte, so schwamm er auf den Wurm zu, schnappte nach ihm und,
Ein furchtbarer Schmerz durchzuckte seinen Körper, denn er saß an einer Angel, deren Haken ihm im Maule saß. Er zerrte und zerrte, und nach heftigem Kampfe und unter großen Schmerzen gelang es ihm endlich, die Angelschnur zu zerreißen und in sein Schloss zu schwimmen, wo er sich auf sein Lager warf und die Leibärzte rufen ließ. Als diese am Bette des Fischkönigs standen, erzählte er ihnen sein Ungemach, wie er an der Angel festgesessen und wie es ihm endlich gelungen sei, sich durch Zerreißen der Angelschnur zu befreien und sich davor zu bewahren, dass sein königlicher Leib gewöhnlichen Zweibeinern, die man Menschen heiße, zur Speise diene. »Aber der verdammte Haken«, schloss er seine Erzählung, »der sitzt dir fest am Halse und ist mir es unmöglich, ihn zu entfernen. Ich leide furchtbare Schmerzen. Wer ihn mir herausbringt, den will ich königlich belohnen.« Da standen nun die Ärzte ratlos am Bette des Fischkönigs und beratschlagten, was zu tun sei. Der König wurde ärgerlich und ließ in seinem Reiche verkünden, wer ihm den Angelhaken aus dem Halse entferne, den werde er mit königlichen Ehren versehen und reich belohnen. Da ward eine große Bewegung im Wasser, von allen Seiten eilten die Untertanen herbei, die großen und Würdenträger bis zu den kleinsten, vom Walfisch bis zum Stint. Alle kamen, hörten die Botschaft, aber sie schüttelten ihr Haupt, denn niemand wusste Rat, niemand konnte sagen, wie man einen Angelhaken aus dem Schlunde eines Fisches entferne. Da meldete sich endlich eine Schildkröte, die ganz im Hintergrunde gestanden hatte. Man schob sie nach vorne und erklärte sie, dass das beste Mittel zwei ganz frische Hasenaugen, Lichter seien. Diese müsse man auf die Stelle auflegen, wo der Haken sitze, dann würde der Haken durch die Hasenaugen herausgezogen. Die Anwesenden stimmten der Schildkröte zu, und auch den Ärzten, die den Rat mit angehört hatten, erschien er gut. Aber wo die Hasenaugen hernehmen? Der König entschied, wer ein Hilfsmittel vorschlägt, hat auch für ein solches zu sorgen. Geh also, Schildkröte, und besorge mir die Hasenaugen, oder du darfst dich in meinem Reiche nicht mehr blicken lassen. Gut, sagte die Schildkröte, ich werde euch einen Hasen herbeischaffen. Die Augen aber müsst die Ärzte selbst ihm nehmen und mir gestatten, mich zu entfernen, da ich kein Blut sehen und riechen kann. Da waren alle zufrieden, und die Schildkröte machte sich auf den Weg und freute sich schon auf die großen Ehren und Geschenke, die ihr zuteil werden würden, wenn es ihr gelinge, den Hasen in des Königs Schloss zu bringen. Sie kletterte also aus dem Wasser und wanderte einem Hügel zu, auf dem, wie sie wusste, ein Hase sich niedergelassen hatte. Sie hatte Glück, denn als sie mühsam den Hügel erklettert hatte, sah sie den Hasen gerade beim Frühstück sitzen. Er hatte einen prachtvollen Krautkopf vor sich, an dem er knapperte. Als der Hase das Geräusch der sich nähernden Schildkröte hörte, ließ er erschreckt den Krautkopf fallen und richtete sich auf seinen Hinterbeinen empor, um zu sehen, wer da komme. Da er aber sah, dass es nur die Schildkröte war, beruhigte er sich und begrüßte sie. »Was verschafft mir denn die Ehre eures Besuches, verehrte Frau Schildkröte?« fragte er. »Nichts Besonderes, Herr Lampe«, antwortete die Schildkröte, vom Klettern noch ganz atemlos. »Man hat im Reiche des Fischkönigs die wunderschöne Aussicht gerühmt, die man von hier haben soll. Und so bin ich abgesandt, festzustellen, ob dies wirklich so sei. Ihr gestattet doch, dass ich mich ein wenig umschaue.« »Bitte, bitte«, erwiderte der Hase. Die Schildkröte schaute hierauf nach vorn, schaute nach hinten, schaute nach rechts und schaute nach links, machte auch einige Schritte bald nach dieser, bald nach jener Seite und tat, als ob sie alles sorgfältig betrachtete. Dann meinte sie,
So etwas besonders Schönes kann ich nicht sehen. Da hat man diese Gegend mehr gerühmt, als sie wert ist. Ja, Frau Schildkröte, entgegnete der Hase. Auf dieser Seite des Hügels gibt es nichts Besonderes zu sehen. Da müsst ihr euch schon auf die andere Seite bemühen. Kommt, ich will euch führen. Was gibt es denn auf der anderen Seite des Hügels? Viel, viel Besseres als hier. Hier gibt es nur Wiesen und Weiden, aber auf der anderen Seite prachtvolle Kraut- und Rübenfelder. So saftig, so delikat. Eine wahre Wonne, rief der Hase. Die Schildkröte lachte und meinte, ihr seht die Sache mit dem Magen anstatt mit den Augen. Doch bleibt nur, ich hab keine Lust, Kraut- und Rübenfelder zu sehen. Da lob ich mir doch das Land des Fischkönigs. Da gibt es alles Gute und Schöne, prachtvolle, kühle Wälder, herrliche Wiesen, Täler, Höhen und Felder, auf denen die Krautköpfe viel größer und saftiger sind als hier auf der trockenen Erde. Und dann die Bequemlichkeit, keine Mühe und Anstrengung. Hier musste ich, um zu euch zu gelangen, mühsam klettern, so dass ich fast den Atem verlor, während mich das Wasser überall hinträgt, wo ich will. Und dann die Ruhe und Sicherheit dort unten. Da gibt es keine Menschen und keine Jäger. Nein, wisst ihr, Herr Hase, eure ganze schöne Gegend und die ganze Erde kann mir gestohlen werden. Ich lobe mir mein Reich und will mich nur schnell wieder auf den Heimweg machen. Machte der Hase und dachte ein Weilchen nach. Hört mal, Frau Schildkröte, ihr habt mir eure Gegend so schön geschildert, dass ich wirklich Lust bekomme, sie einmal zu sehen. Aber leider geht es nicht, denn in dem verflixten Wasser kann unser einer ja gar nicht leben. Könntet ihr mir nicht einen Krautkopf von da unten gelegentlich mal schicken oder mitbringen? Das geht leider nicht, entgegnete die listige Schildkröte, die bemerkte, dass der Hase Lust hatte, in das Reich des Fischkönigs mitzukommen. Unsere Krautköpfe sind so groß, dass ich auch nicht einen tragen kann. Aber kommt doch mit mir. Das Wasser wird euch keinerlei Umstände machen. Ob ihr in der Luft oder im Wasser lebt, ist alles gleich. Das ist alles nur Gewohnheit. Das mag gut und schön sein, aber ich kann nicht schwimmen, sagte betrübt der Hase. Das macht nichts, rief die Schildkröte, die kaum noch ihre Aufregung und Freude unterdrücken konnte. Wenn ihr mit mir geht, will ich euch gerne aus reiner Freundschaft helfen und in unser Reich bringen. Ihr steigt, wenn wir am Wasser angekommen sind, auf meinen Rücken, steckt eure Pfoten vorne unter mein Schild und haltet euch so fest an. Ich führe euch dann sicher hinunter und, wenn es euch nicht gefällt, ebenso sicher wieder zurück. Der Hase traute der Geschichte doch nicht so recht. Er hatte eine furchtbare Angst vor dem Wasser. Aber die Schildkröte stellte ihm die Reise ganz ungefährlich dar und gab ihm schließlich sogar ihr Ehrenwort, dass ihm das Wasser nicht das Geringste tun werde. Da war der Hase überwunden und er beschloss, die Reise zu wagen. Als nun beide am Rande des Wassers angekommen waren, stieg er auf den Rücken der Schildkröte und hielt sich mit seinen Vorderpfoten am Schilde der Kröte fest, die langsam ins Wasser ging. Dem Hasen wurde es doch ungemütlich, als er das kalte Wasser fühlte, und als es ihm sogar über den Kopf ging, da schloss er ängstlich die Augen. Dann öffnete er sie wieder und sah nun, dass das Wasser ihm wirklich keine Beschwerde machte. Er war ganz entzückt von den Wundern unter dem Wasser, von denen er bisher keine Ahnung hatte. Er sah blühende Täler mit saftigen Wiesen, grünende Felder, schimmernde Berge, bewachsen mit Rosen und anderen Blumen, die er nicht kannte. Und dann das Leben im Wasser. Tausende von Fische umschwärmten ihn und jubelten ihm zu. Da kamen auf einmal lange, schmale, zierliche Fische angeschwommen, denen alle anderen ehrerbietig Platz machten. »Was sind das für Tiere?« fragte der Hase. »Das sind die Diener des Königs«, antwortete die Schildkröte.
Als diese Fische nahe waren, machten sie dem Hasen ihr Kompliment, beglückwünschten ihn, dass er den Mut zu solcher Reise gehabt habe, und erzählten ihm, dass der König von seinem Besuche gehört habe und seinen Mut bewundere. Der König wolle einen so mutigen Hasen sehen und lade ihn in sein Schloss ein. Der Hase war ganz stolz auf solche Ehre und nahm die Einladung an. Die Fische kehrten um und schwammen voran, während die Schildkröte mit dem Hasen folgte. Im Schlosse des Königs angelangt, stieg der Hase von seinem Sitze und wurde in das Krankenzimmer geführt, während die Schildkröte sich einstweilen aus dem Staub machte. Im Krankenzimmer waren nur die Ärzte um den König versammelt, die den Hasen freundlich einluden, auf einem prachtvollen Muschelsessel Platz zu nehmen. Dann besprachen sich die Ärzte leise, wie man wohl am leichtesten dem Hasen die Augen nehmen könne. Der Hase hatte aber gute Ohren, und so hörte er mit Entsetzen dieses leise Gespräch, und obwohl ihm die Haare klitschnass am Leibe klebten, standen sie ihm doch sogleich vor Angst zu Berge. Er verwünschte seine Neugier und überlegte, wie er sich am besten aus dieser Schlinge ziehen könne, die ihm die Schildkröte gelegt hatte. Endlich kam ihm ein Gedanke. »Hört, ihr Herren«, rief er, »ich hörte, dass ihr von meinen Augen sprachet. Was ist damit? Was wollt ihr mit meinen Augen?« Die Ärzte erklärten ihm in höflicher Weise die ganze Angelegenheit und baten, dass er, um das Leben des Königs zu retten, seine Augen freiwillig hergeben solle. »Das ist aber dumm«, sagte der Hase, der tat, als ob er nachdenke und seine Ohren hin und her bewegte. »Ja, das ist dumm von der Schildkröte, dass sie mir das nicht gleich gesagt hat. Dann wäre eurem König jetzt schon geholfen. Ihr müsst nämlich wissen, ihr hohen und gelehrten Herren, dass wir Hasen 4 Augen haben, nämlich 2 natürliche und 2 aus Bergkristall gefertigte. Diese letzteren tragen wir, um die natürlichen Augen zu schonen, so bei staubigem oder Regenwetter, bei Sturm oder Gewitter. Da mir nun eure Schildkröte nicht sagte, weshalb ich herkommen sollte, so steckte ich meine künstlichen Augen ein, weil ich glaubte, dass die natürlichen Augen, mit denen ich auf dem Lande sehe, hier im Wasser mir wenig nützen würden oder sogar beschädigt werden könnten. Diese natürlichen Augen habe ich daheim verborgen, und es wird mir eine große Freude sein, sie eurem König zu seiner Heilung anzubieten. Es bleibt mir nichts weiter übrig, fügte er scheinheilig hinzu, als dass ihr die Schildkröte wieder ans Land schickt und meine Augen holen lasset. Ja, wird denn die Schildkröte die Augen auch finden? Warf einer der Ärzte ein. Man muss sie fragen, sagte ein anderer. Und so wurde die Schildkröte wieder gerufen. Diese kam fröhlich herbei, denn sie glaubte, nun sei alles zu Ende und ihr Glück sei gemacht. Aber wie erschrak sie, als sie den Hasen ganz munter mit seinen Augen im Kopfe auf dem Muschelsessel sitzen sah. Sie wusste nicht, was sie denken sollte und war höchst erstaunt, dass sie Scheltworte zu hören bekam, anstatt Worte des Dankes. Man machte ihr Vorwürfe, dass sie einem so liebenswürdigen Herrn nicht gleich gesagt habe, was man von ihm wolle. Sie habe dadurch die Heilung des Königs verzögert. »Das ist gut«, dachte die Schildkröte. »Aber das kommt davon her, wenn man Großen einen Dienst erweisen will. Wie man es auch macht, richtig ist es nie.« Die Schildkröte wurde nun gefragt, ob sie sich getraue, die Augen des Hasen zu finden und herzubringen, wenn der Hase ihr den Ort genau beschreibe, wo er sie verborgen habe. Die Schildkröte erklärte, dass sie es wohl übernehmen wolle, die Augen zu finden, sie aber herzubringen, das sei für sie zu riskant, denn sie verstehe es nicht, mit so empfindlichen Dingen, als die Augen sind, umzugehen. Am besten sei es wohl,
wenn der Hase sie selbst hole. Hin und her wolle sie den Hasen gewiss tragen. Das war es, was der Hase gern wollte. Er tat aber so, als ob das für ihn zu viel verlangt sei. Auch der König wurde ärgerlich und sagte, »Ist es nicht genug, dass der Hase uns seine Augen anbietet? Sollen wir einem so liebenswürdigen Herrn zumuten, auch noch selbst den Weg zu machen, bloß weil ihr Schildkröte zu lässig waret? Nein, machet euch sofort auf den Weg und seht zu, wie ihr die Augen herbringt. Eure Sache ist es, den Fehler, den ihr begangen, wieder gut zu machen.« Der Hase, der Angst hatte, dass man ihn wirklich da behalten würde, nahm sich zusammen und entgegnete, »Verzeiht, edler König, aber ich glaube, Frau Schildkröte hat recht. Wenn sie die Augen auch findet, fürchte ich doch, dass sie damit nicht richtig umgeht und sie verletzt, so dass sie für euch ohne Nutzen sind. Erlaubt also, dass ich die Schildkröte begleite und die Augen selbst überreiche. Dieser kleine Weg ist keine Mühe, und selbst wenn es Mühe wäre, für euch, edler König, um euch zu helfen, ist mir keine Mühe zu groß.« Alle waren erstaunt über solch großen Edelmut. Sie schämten sich aber auch zugleich, dass man den Hasen habe betrügen wollen, ihn, der so großmütig war, den Weg nochmals zu machen, nur um dem König einen Dienst erweisen zu können. Nach langem Hin- und Herreden wurde der Schildkröte denn schließlich befohlen, den Hasen ans Land zu bringen und ihn ungefährdet mit den Augen wieder zum König zu führen. Die Schildkröte nahm also den Hasen, nachdem sich dieser höflichst verabschiedet hatte, wieder auf den Rücken und trug ihn ans Land. Dort angekommen, schüttelte der Hase das Wasser aus seinem Fell und sprach zur Schildkröte, »Du listiges Vieh! Beinahe hättest du mich überlistet. Aber meine List war besser als die deine und deine Dummheit größer als die meine. Wenn du Hasenaugen brauchst, suche sie dir nur. Ich brauche die meinen vorläufig noch für mich. Lebt also wohl und grüßet euren König recht schön von mir.« Sprach's, sprang auf und eilte den Hügel hinan, die verdutzte Schildkröte sprachlos zurücklassend. Seit dieser Zeit geht der Hase einer jeden Schildkröte vorsichtig aus dem Wege, und die Schildkröte lebt seitdem bald im Wasser, bald auf dem Lande, denn im Wasser fürchtet sie den Fischkönig, und auf dem Lande hofft sie noch immer, ein paar Hasenaugen zu finden. Neid bringt Leid. Es ist schon lange, lange Zeit her, da lebte einmal in einem kleinen Städtchen ein alter Mann. Dieser hatte in seinem ganzen Leben jedermann nur Gutes getan, war fromm und gut. Deshalb hatten ihn auch alle Leute lieb, obgleich er arm war. Gerade gegenüber dem Hause dieses guten alten Mannes wohnte ein anderer alter Mann, der sehr reich war, aber nicht gut, sondern habgierig und alles, was er sah, gern haben wollte. Nun hatte der gute Mann leider kein Kind und keine Verwandte, und er hätte ganz einsam leben müssen, was er nicht wollte, denn er wünschte auch in seinem Hause jemanden zu haben, den er lieb haben könnte und der ihn wieder liebe. Deshalb schaffte er sich ein allerliebstes kleines Hündchen an, hegte und pflegte es und hatte bald seine große Freude an dem possierlichen Tierchen, das dem Alten alle Liebe vergalt und so treu und anhänglich war, dass es nie von der Seite seines Herrn wich, sondern ihn auf allen seinen Wegen begleitete. Eines Tages gingen der Herr und sein Hündchen spazieren und kamen an ein ödes Feld. Da bellte das Hündchen plötzlich, eilte zu einer Stelle in der Mitte des Feldes und begann mit seinen Pfötchen heftig zu scharren,
indem es seinen Herrn treuherzig bittend ansah, als wollte es sagen: »Hier, grabe nach, hier ist etwas für dich.« Der Alte verstand sein Hündchen, eilte nach Hause, holte einen Spaten und grub an der Stelle nach, die das Hündchen bezeichnet hatte. Und siehe da, als der Mann ein Weilchen gegraben hatte, fand er in dem Loche einen Haufen goldener Koban, altjapanische Goldmünzen, worüber er hoch erfreut war, das Geld nach Hause trug und einen großen Teil den Armen spendete. Trotzdem er nun reich war, blieb er freundlich und bescheiden wie bisher, hatte aber sein Hündchen noch viel, viel lieber. Der böse Nachbar aber neidete das Glück des Alten, und da er erfahren hatte, wodurch dieser zu dem Reichtum gekommen war, suchte er das Hündchen in sein Haus zu locken, damit es auch ihm Stellen zeigte, wo goldene Koban verborgen wären. Aber das Hündchen folgte den Lockungen nicht und wich nie von der Seite seines Herrn. Da nun der habgierige Mensch mit List nichts erreichen konnte, wand er Gewalt an, indem er das Hündchen, als dieses ruhig vor dem Hause saß, ergriff und in sein Haus schleppte. Dann band er es mit einem Strick und führte es aufs Feld, damit es ihm vergrabene Schätze zeige. Das Hündchen scharrte auch wirklich an verschiedenen Stellen, aber immer, wenn der Mann den harten Boden aufgeschlagen und im Schweiße seines Angesichts nachgegraben hatte, fand er nichts als stinkenden Unrat, so daß er erboste, das Hündchen mit seiner Hacke erschlug und den Leichnam dem guten Alten in den Garten warf. Der Alte war darüber sehr betrübt und begrub seinen Liebling unter einem Baum im Garten, und obgleich er wohl wusste, wer der Übeltäter war, trug er es ihm doch nicht nach, noch forderte er Sühne für die begangene Tat. Kurze Zeit darauf erschien ihm eines Nachts das Hündchen im Traum und sagte zu ihm: »Trauere nicht länger. Mein Tod wird dir noch größeres Glück bringen, wenn du meinen Rat befolgst. Haue den Baum, unter dem ich begraben bin, um und mache dir aus dem Holze einen Reißmörser und Schlegel.« Der Alte tat, wie ihm geheißen, und als er den Mörser in Gebrauch nahm, welch ein Wunder, da quoll aus dem Mörser der Mochi, der Reiskuchen, und es nahm kein Ende, bis der Alte zu stampfen aufhörte. Dieser war nun überglücklich, denn er brauchte keinen Reis mehr zu kaufen und konnte überdies den Armen des Ortes reichlich abgeben. Dem bösen Nachbar aber, dem dieses neue Glück seines Gegenübers zu Ohren kam, ließ es keine Ruhe. Er wollte und musste den Mörser haben. Deshalb ging er zu dem Alten und bat, er möge ihm doch den Mörser wenigstens einmal nur auf einen Tag leihen. Er bringe ihn gewiss am anderen Morgen zurück. Der Alte war gutmütig genug, dem Manne zu glauben und ihm den Mörser zu leihen, den dieser hocherfreut in sein Haus trug, ihn bis oben an mit Reis füllte und dann zu stampfen anfing. Aber, o Graus, anstatt schöner Mochi quoll ekelerregender Kot hervor und erfüllte mit seinem Gestank das ganze Haus. Da ergriff der schlechte Mann seine Axt, hieb den Mörser samt Schlegel in viele Stücke und verbrannte diese zu Asche. Aber auch ob dieser neuen Bosheit ergrimmte der seines Mörsers beraubte Alte nicht, sondern folgte dem Rate seines toten Hündchens, das ihm wieder im Traum erschienen war, und holte sich die Asche von dem Mörser aus dem Hause seines Nachbars und bewahrte sie in einem Gefäße sorgfältig auf. Da kam eines Tages im Spätherbst, als alle Bäume und Sträucher kahl waren, der Daimyo, der Fürst, mit seinem Gefolge angeritten und musste am Hause unseres guten Alten, das an der Landstraße lag, vorüber.
Der Alte ergriff nun schnell einige Hände voll von der Asche, kletterte auf einem am Wege stehenden Kirschbaum, und gerade als der Daimyo darunter war, streute er die Asche aus. Der Daimyo und sein Gefolge waren im ersten Augenblick starr vor Schreck, dann ergriff sie der Zorn ob solcher Freveltat, und sie wollten den Alten ergreifen. Aber welch Entzücken erfasste alle! Überall, wohin die Asche geflogen war, grünte und blühte es. Die Äste und Zweige waren voller Blätter und Blüten, und anstatt der Asche rieselte ein feiner Regen lichter Kirschblüten auf den Daimyo und sein Gefolge nieder. Alles schrie vor Freude über solch ein Wunder laut auf, und die den Alten soeben noch züchtigen wollten, umarmten ihn und priesen seine Wundertat. Der Daimyo war gerührt von solcher sinnigen Aufmerksamkeit und machte dem Alten reiche Geschenke. Auch schickte er ihm, als er die Geschichte des Hündchens gehört hatte, ein anderes, allerliebstes Hündchen. Der böse Nachbar aber barst fast vor Neid und Zorn. Trotzdem aber ging er wieder zu dem gutmütigen Manne und fragte ihn, ob er noch etwas Asche übrig hätte. Er möge ihm doch ein wenig geben, was der Alte auch tat. Als der schlechte Mann nun einmal hörte, dass der Daimyo mit seinem Gefolge wieder des Weges kam, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als die erhaltene Asche zu nehmen und damit ebenfalls auf einen Baum zu klettern. Als der Daimyo dann unter dem Baum vorbeiritt, streute der Mensch wirklich die Asche über ihn aus. Aber kein Blatt und keine Blüte zeigte sich, sondern die Asche blieb Asche und flog dem Daimyo und seinen Leuten in Augen, Ohren, Nase und Mund, so dass ein jeder sich voller Zorn auf den Übeltäter stürzte, ihn gehörig durchprügelte, dann in Ketten legte und ins Gefängnis steckte, wo er nach langen großen Schmerzen verstarb. So ergehe es allen Neidern und Habgierigen, die dem Nächsten sein Glück nicht gönnen und es an sich reißen möchten, anstatt sich über das Glück des Nachbars mit diesem zu freuen. Urashima Taro, der Ältere. In einem Fischerdorfe nahe dem heutigen Yokohama lebte vor vielen, vielen Jahren ein junger Fischer namens Urashima Taro. Als er eines Abends vom Fischfang zurückkehrte und recht zufrieden und guter Dinge war, weil er gute Beute gemacht hatte, sah er am Strande eine Schar Knaben, die eine kleine Schildkröte gefangen hatten und sie an einem ihrer Vorderbeine befestigten Schnur im Kreise herumschwangen und quälten. Urashima, der die Tiere gern hatte und jede Quälerei harmloser Tiere verabscheute, fühlte auch jetzt wieder Mitleid mit dem armen Tierchen und ging auf die Kinder zu. Indem er seiner Stimme einen energischen Ton gab, schalt er die Kinder: »Was ist das für eine Bosheit?« rief er empört aus. »Dieses schuldlose und hilflose Tier so zu quälen. Wisst ihr nicht, dass Gott im Himmel solche bösen Kinder bestraft, die arme Tiere misshandeln? Zeigt einmal her, wem gehört denn diese Schildkröte?« »Dieses Tier gehört niemandem«, entgegnete der Älteste der Knaben und fügte noch unverschämt hinzu. »Wir können machen, was wir wollen. Und wenn wir ein Vergnügen daran haben, das Tier zu töten, so ist das unser freier Wille und geht keinen anderen etwas an.« Urashima sah ein, dass er diesem frechen Bengel nicht mit Morallehren kommen dürfe, denn auf solche harten Herzen haben Worte keinen Einfluss. Er änderte also seine Taktik und sagte nun mit möglichst milder Stimme: Nun, ärgert euch nur nicht. Das war nicht so bös gemeint. Aber diese allerliebste Schildkröte
gefällt mir und ich möchte sie gern besitzen. Wollt ihr euch in einen Handel mit mir einlassen? Wie wäre es, wenn ihr mir das Tier verkaufen würdet? Für Geld könnt ihr euch etwas kaufen und euch bessere Freude machen, als dass ihr dieses Tier hier im Kreise herumschleudert. Die Kinder gingen erfreut schnell auf den Handel ein und überließen Urashima gegen einige Silbermünzen die Schildkröte. Urashima nahm sie in die Hand, ging bis zum Wasser und setzte das Tier ins Meer, indem er sagte: »Armes Tierchen, nicht um dich der Freiheit zu berauben, sondern dir die Freiheit wiederzugeben, habe ich dich gekauft. Nun schwimme hin und sei in Zukunft vorsichtiger, damit du nicht wieder in böser Bubenhände gerätst.« Er blieb noch ein Weilchen stehen und sah zufrieden lächelnd der schnell im Wasser dahinschwimmenden Schildkröte nach, bis er sie nicht mehr erblickte. Dann nahm er sein Fischereigerät und seine Fische und ging wohlgemut in seine Hütte. Am anderen Morgen ging er wie gewöhnlich seinem Handwerk nach. Als er mit seinem Kahne auf dem Meer war und seine Netze ausgeworfen hatte, hörte er plötzlich ein zartes Stimmchen rufen. »Urashima-sama!« Erstaunt sah er sich um, konnte aber nicht entdecken, woher die Stimme ertönte und wer da seinen Namen rief. Da ertönte es abermals. »Urashima-sama!« Jetzt merkte er, dass die Stimme aus dem Wasser kam, und er beugte sich über den Rand seines Bootes und erblickte die kleine Schildkröte, die er am Tage vorher aus den Händen der Buben befreit hatte. Im ersten Moment war er erschrocken, doch fasste er sich ein Herz und fragte: »Warst du es, die mich rief?« »Gewiss«, antwortete das Tierchen. »Ich bin gekommen, um euch meinen Dank für eure gestrige edle Tat auszusprechen. Und weil ihr mir meine Freiheit gegeben habt, möchte ich euch etwas recht Schönes zeigen. Habt ihr Lust? So folget mir.« Urashima dachte: »Was kann es wohl sein, das mir dieses unscheinbare Tier zeigen könnte? Doch nichts Besonderes. Aber das macht auch nichts. Es will sich mir dankbar erweisen, und so will ich ihm auch die Freude nicht verderben.« Nachdem er sich so ein Weilchen bedacht hatte, fragte er doch vorsorglich: »Dauert es auch nicht lange?« »Ich will dir gern folgen, aber ich habe nicht viel Zeit zu versäumen. Wohin soll es denn gehen?« »Gar nicht weit von hier. Ich beabsichtige nur, euch zum Palast unsere Meereskönigin Otsuhime zu führen und euch dort Wunderdinge zu zeigen.« »Das ist ganz unmöglich«, erwiderte Urashima, »denn ich kann nicht so schnell schwimmen und nicht so gut tauchen wie ihr. Und was schließlich die Hauptsache ist, ich kann ja nicht im Wasser atmen und dich deshalb nicht auf dem Meeresgrund begleiten.« »Oh, macht euch deshalb keine Sorge, Urashima«, entgegnete die Schildkröte. »Steigt auf meinen Rücken, und das Weitere werdet ihr sehen.« »Aber mein Boot«, meinte Urashima bedenklich. »Das findet ihr hier wieder. Ich führe euch zurück«, unterbrach ihn das Tier. »Aber du bist so klein. Du kannst mich nicht tragen«, rief Urashima noch immer bedenklich. Da rauschte es im Wasser. Die Schildkröte dehnte und streckte sich. Und staunend sah Urashima, wie sie sich immer mehr vergrößerte, bis sie die gleiche Größe des Bootes hatte. Dann fragte sie lachend: »Nun, bin ich immer noch zu schwach für dich?« Da schwanden Urashima alle Bedenken. Flugs stieg er aus seinem Boote, nachdem er dasselbe sicherheitshalber verankert hatte, und nahm auf dem Rücken des Tieres Platz. »Halte dich nur recht fest und fürchte dich nicht.« Nach einiger Zeit rief die Schildkröte:
Nun schließe die Augen und öffne sie nicht eher, als bis ich es dir sage. Auch halte ein Weilchen den Atem an. Es dauert nicht lange. Urashima tat, wie ihm geheißen, und dann fühlte er, wie das Tier im Wasser versank. Das Wasser rauschte und brauste um seine Ohren. Ängstlich klammerte er sich mit beiden Händen an das Schild seines sonderbaren Reitpferdes. Aber eingedenk der Mahnung behielt er die Augen geschlossen und hielt den Atem an. Schon glaubte er, es ginge mit ihm zu Ende. Da ertönte der Ruf: Jetzt! Da öffnete er seine Augen und sah sich auf dem Grunde des Meeres, dessen feiner Sand aus lauter Perlen bestand. In der Ferne sah er ein riesiges Gebäude in blendendem Glanze schimmern, auf das die Schildkröte mit ihrem Reiter zuschwamm. Endlich kamen sie an und standen vor einem großen Tore, das aus purem Golde mit Edelsteinen verziert war. Zwei große, unheimliche Meerdrachen lagen vor dem Tore und glotzten Urashima mit fürchterlich rollenden Augen an, so dass ihm ganz ängstlich wurde. Als die Drachen aber die Schildkröte erblickten, ließen sie ihre drohenden Blicke nach und sie versuchten, freundlichere Gesichter zu machen. »Nun steige ab und warte hier«, sagte die Schildkröte, und ging dann, nachdem Urashima abgestiegen war und sich auf den Boden gesetzt hatte, durch das Tor. Urashima sah sich dann um und wunderte sich sehr, dass er, obgleich er sich auf dem Meeresgrunde befand und das Meerwasser ihn umgab, doch ganz trocken war und ohne Beschwerden atmen konnte. Ja, die Luft kam ihm sogar viel reiner und würziger vor als die oben auf der Erde. Es dauerte gar nicht lange, da kehrte die Schildkröte zurück. Ihr folgte eine große Anzahl Fische in allen Größen, Formen und Farben, wie sie der Ozean birgt. Nur trugen alle ein ganz lichtes Gewebe in blauer Farbe, wie ein Kleid, und hatten silberne Aufschläge. Sie umringten Urashima, der sich erhoben hatte, und begrüßten ihn durch Neigen ihres Kopfes ehrerbietig. Dann nahten sich zwei größere Fische, die auch ein blaues Kleid anhatten, aber mit goldenen Aufschlägen, und die ein ebensolches Kleid brachten, und ohne etwas zu reden, Urashima die Fischerkleider auszogen und mit dem mitgebrachten blauen Gewande bekleideten. Urashima ließ alles willenlos mit sich geschehen. Er sagte sich: Nun bin ich einmal hier und kann allein nicht fort. Schlimm wird es mir sicherlich nicht ergehen, denn wen man mit einem Ehrengewande bekleidet, den wird man wohl nicht verschlingen. Nachdem ihm auch noch herrliche Sammetpantoffel an die Füße gesteckt waren, kam eine wunderbar schöne Zofe, nahm ihn bei der Hand und führte ihn durch das Tor, während die Fische als Ehrengeleite in respektvoller Entfernung in schönster Ordnung folgten. Nachdem sie das Tor durchschritten hatten, gelangten sie an eine Marmortreppe, die 7 Stufen hatte, und an einem Tor von glänzendem Mahagoniholz, an dem zahlreiche Smaragde flimmerten, endete. Hier angelangt, öffnete die Zofe das Tor und ließ Urashima eintreten, der sich nun in einem großen Saale befand, dessen unbeschreibliche Pracht seine Augen fast blendete. 20 Säulen von reinstem Kristall trugen die aus Korallen gebildete Decke des Saales, von der eine Unmenge kostbarer Lampen herabhing, in denen wohlriechende Öle brannten. Die Wände waren alle aus Marmor und trugen zum Schmuck die verschiedensten Edelsteine und Rubinen. In der Mitte des Saales befand sich ein diamantener Thron, auf dem Otohime, die Meereskönigin, saß, schön wie die Morgenröte, die das bleiche Nachtgestirn vertreibt. Den Thron umgab
umgab eine unendliche Menge von Würdenträgern und Palastbeamten, alle in kostbare Gewänder gekleidet. Die ganze Pracht war für den an derartige Schönheit und Wunder nicht gewohnten jungen Fischer so blendend, dass er nur zögernd und halb willenlos langsam einen Fuß vor den anderen setzte und sich so dem Throne nahte, wo er sich ehrfurchtsvoll und demütig niederwerfen wollte. Aber die Königin, die seine Überraschung und sein Zögern mit mildem, freundlichem Lächeln beobachtet hatte, erhob sich schnell, ergriff Urashima bei der Hand und verhinderte so sein Niederfallen. Mit einer Stimme, die dem Klange einer silbernen Glocke glich, süß und rein, sagte sie zu ihm: »Sei mir willkommen. Ich habe gehört, dass du gestern in selbstloser Weise einer meiner liebsten Dienerinnen das Leben gerettet hast. So war es mein aufrichtiger Wunsch, dir diese edle Tat zu vergelten und dir meine Dankbarkeit zu beweisen. Deshalb habe ich dich zu mir eingeladen, und ich habe mich gefreut, dass du so furchtlos warst und der Gefahr nicht achtetest, den Weg hierher zu unternehmen. Wer furchtlos ist, ist in der Regel auch treu.« Der junge Fischer wusste nicht, wie ihm geschah, und er war so verlegen und befangen, dass er auch nicht ein Wort zu erwidern vermochte. Er machte nur eine stumme, sittsame Verbeugung. Auf einen Wink der Königin wurden ihm nun seidene Polster gebracht, auf die er sich niederlassen musste. Dann stellte man ein elfenbeinernes Tischchen vor ihm auf dem sich auf einer roten Lackplatte schmackhafte Speisen verschiedenster Art befanden, die ihm sämtlich unbekannt waren. Er ließ sich nicht länger nötigen, sondern sprach den Speisen und Getränken tapfer zu. Es war für ihn im wahren Sinne des Wortes eine Göttermahlzeit. Hatte er doch in seinem ganzen Leben noch nie derartige Sachen gesehen, geschweige denn jemals gekostet. Als er sein Mahl beendet hatte, forderte ihn die Königin auf, sich den Palast anzuschauen. Sie führte ihn von Saal zu Saal, von Zimmer zu Zimmer, durch alle Räumlichkeiten, die mit verschwenderischer Pracht ausgestattet waren und jede nur irgend mögliche Bequemlichkeit aufwiesen. Das Wunderbarste aber war der Garten, der vier große Beete enthielt, die den vier Jahreszeiten entsprachen. Das eine Beet, der Frühling, enthielt zahllose Pflaumen und Kirschbäume, die über und über dicht mit Blüten besät waren und auf einem saftigen, dunkelgrünen Rasen standen. Auf den Zweigen saßen zahlreiche Nachtigallen, die ihre lieblichen Romanzen melodisch ertönen ließen, und eine unendliche Menge Lerchen hatte ihre Nester in dem Blütenmeere erbaut. Nach Süden zu befand sich das Beet des Sommers. Hier standen Birnen und Apfelbäume, deren Zweige sich unter der Last der herrlichsten Früchte bis nahe zum Erdboden beugten. Grillen und Zikaden erfüllten die Luft mit ihrem einförmigen und betäubenden Geschrei. Die große Hitze, die in diesem Teile herrschte, wurde gemildert durch einen sanften, kühlenden Wind. Das dritte Beet, der Herbst, im westlichen Teile gelegen, war ganz bedeckt mit welken Blättern und Chrysanthemenblüten, während das im Norden befindliche vierte Beet, den Winter, ein dichter Schneeteppich bedeckte und Eisfelder und ein zugefrorener Graben es umgrenzten. So verbrachte Urashima 7 lange Tage im Palaste der Meereskönigin und wurde gar nicht müde, all die Wunder und Herrlichkeiten anzustaunen, die ihm täglich gezeigt wurden, und im Entzücken über die liebliche Schönheit Otohimes vergaß er ganz seine Heimat, seinen Vater, sein Weib und seine Kinder. Aber eines Tages, als er wieder müßig umherschlenderte, kamen ihm diese doch wieder in Erinnerung, und ein tiefes Heimweh befiel ihn. Er seufzte schwer und sprach: »Was mag wohl mein Vater,
von meiner langen Abwesenheit denken. Wie unruhig werden meine Frau und Kinder sein und meine Rückkehr erwarten. Vielleicht glauben sie sogar, dass ich gestorben bin, verschlungen von den Wogen des Meeres auf dem Grunde des Ozeans ruhe. Ohne sich lange zu besinnen, eilte er zur Königin und bat, ihn zu den Seinen zurückführen zu lassen, da er jetzt schon 7 Tage von Hause abwesend sei und die Seinen sich sicherlich ängstigen würden. Die Königin, die vergeblich sich mühte, Urashima die Heimwehgedanken auszureden, nahm, als sie sah, dass ihre Worte nichts fanden, ihn mit sich in ihr Zimmer und überreichte ihm ein kleines, fest verschnürtes Lackkästchen, in dem sie sagte: »Ich habe keine Gewalt, dich hier gegen deinen Willen zurückzuhalten, obgleich ich weiß, dass deine Rückkehr in die Heimat dir nur Elend bringen wird. Aber nimm hier zur Erinnerung an mich dieses Kästchen. Es wird dir immer nützlich sein und dir, wenn du den Wunsch hast, zu mir zurückzukehren, diese Rückkehr ermöglichen. Diesen Wert behält das Kästchen aber nur so lange, als es ungeöffnet bleibt. Also beachte wohl, lass dich nie durch sträfliche Neugierde und durch sonst irgendwelche Umstände verleiten, jemals das Band, das das Kästchen verschlossen hält, zu lösen und den Deckel zu lüften. Es wäre dein Tod, und nie fändest du den Weg zu mir. Willst du zu mir zurück, so gehe mit dem verschlossenen Kästchen an den Strand und rufe meinen Namen. So werde ich dir eine meiner Dienerinnen senden, die dich hergeleitet. Also beherzige meine Worte und lass das Kästchen geschlossen. Dein Leben liegt darin. Und nun, leb wohl. Sie küsste ihn auf die Stirne und geleitete ihn bis zum Tore. Hier stand die Schildkröte bereit, die Urashima bestieg. In kurzer Zeit war sie mit ihm am Strande, wo sie ihn verließ. Mit dem Kästchen unterm Arm wollte er schnell seinem Dörfchen zuwandern, blieb aber auf seinem Wege wiederholt stehen, denn es kam ihm alles, der Strand, der Weg, die Bäume und Felder, etwas verändert vor. Mehrmals glaubte er, dass die Schildkröte ihn an einer verkehrten Stelle abgeladen hätte, aber doch war ihm dieses oder jenes wiederum bekannt, so dass er schließlich sich mit dem Gedanken beruhigte, der 7-tägige Aufenthalt auf dem Grunde des Meeres habe seine Augen, seine Sehkraft beeinflusst. Als er aber endlich in seinem Dorfe ankam, da waren die Häuser und Hütten alle verändert. Auf dem Markte standen Bäume, die er nie gesehen hatte. Die Bewohner waren ihm unbekannt, und so ängstlich er auch jedem ins Gesicht schaute, er konnte keinen Bekannten entdecken. Auch die Kinder erschienen ihm fremdartig, die auch ihn verwundert anstarrten und ihm dann nachliefen. Er wurde ganz irre und wusste nicht mehr, was er denken oder glauben sollte. Doch hielt ihn die Hoffnung aufrecht, von den Seinen Aufklärung über diese wunderbare Verwandlung seiner Heimat während seiner nur 7-tägigen Abwesenheit zu erhalten. Doch je näher er zu seinem Hause kam, desto ängstlicher war ihm zumute und große Bangigkeit erfüllte sein Gemüt. Was wird er hören müssen? Aber, oh Schmerz! Als er an die Stelle kam, da seine Hütte gestanden, da war sie nicht mehr vorhanden. Ein öder, wüster, mit Unkraut überwucherter Schutthaufen war der Platz seiner Geburt. Keine Spur von seinem Vater, seiner Frau, seinen Kindern. Nichts von allem, was ihm lieb und teuer war, war zu sehen. Schmerzerfüllt sank er weinend zu Boden
während in einiger Entfernung die Leute und Kinder ihn umringten. Da trat aus der Menge ein gebeugter Greis hervor und näherte sich Urashima mit der Frage: Wer seid ihr, Fremdling? Und wen suchet ihr hier? Was erfüllt eure Seele mit Kummer und Schmerz? Mein Alter, antwortete Urashima mit schmerzbebender Stimme leise, vor 7 Tagen verließ ich das Haus, das an dieser Stätte stand, und kehrte nun zurück, finde aber nur einen Schutthaufen. Ich sehe fremde Leute, fremde Gestalten, und auch euch kenne ich nicht, sah euch noch nie in diesem Dorfe. Sagt, was ist hier in den 7 Tagen geschehen? Wo sind mein Vater, mein Weib, meine Kinder, die ich hier zurückließ? Oh, bitte, löst mir dieses Rätsel. Reißt die Binde von meinen Augen, dass ich sehen kann. Ich verstehe euch nicht, junger Mann, entgegnete der Greis. Diese Stätte ist ein Trümmerhaufen, solange ich denken kann. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Wie ist euer Name? Ich bin Urashima Taro, der Fischer, rief Urashima. Urashima Taro? Rief der Greis voller Erstaunen und wich schreckerfüllt einige Schritte zurück. Seid ihr ein Gespenst? Ein Schattenbild? Urashima Taro, könnt ihr nicht sein? Es geht hier die Sage. Und ich erinnere mich aus meiner Jugendzeit, da von diesem noch oft an dunklen Abenden erzählt wurde. Dieser junge Fischer ging vor nun 700 Jahren eines Morgens aufs Meer und kehrte nie mehr zurück. Die Gräber seiner Angehörigen könnt ihr auf dem Friedhofe noch heute sehen. Allerdings zerfallen, verwittert. Urashima erblasste. 700 Jahre? Rief er verzweifelt aus und rang die Hände. Jetzt wurde ihm alles klar. Jetzt verstand er alles. 7 Tage im Palaste der Königin waren 7 Jahrhunderte. Tiefe Traurigkeit bemächtigte sich seiner. Er erzählte dem Alten mit stockender Stimme sein Lebensschicksal. Dann erhob er sich und verließ schwankenden Schrittes wie ein Träumender das Haus. Er wandte sich wieder dem Meere zu und ließ sich dort am Strande nieder, seine Lage bedenkend. Tiefsinnig betrachtete er die rollenden Wogen, die unermessliche Fläche und schaute verlangend nach der Schildkröte aus, dass sie ihn wieder zurückführe in das ewig jugendliche Reich der Meereskönigin. Er dachte aber in seiner Traurigkeit nicht daran, sie zu rufen, und so sah er vergeblich nach dem Tiere aus. Dann fiel sein Blick auf das Kästchen, das ihm die Königin beim Abschiede gegeben hatte und das er gedankenlos neben sich auf den Sand gelegt hatte. Was bedeutet dieses Kästchen? Fragte er sich. Die schöne Königin hat zwar gesagt, es sei mein Leben darin, und ich werde es verlieren, wenn ich das Kästchen öffne. Ist dieses Gebot aber vielleicht nur eine Probe? Enthält das Kästchen nicht vielmehr mein Glück? Ist alles, was ich heute erlebte, nur eine Täuschung, und schwindet diese, wenn ich das Kästchen öffne? Und selbst wenn ich sterben sollte, was schadet es? Bin ich jetzt nicht ein Fremdling in meiner Heimat und habe niemanden, der mich liebt, der mich kennt, ohne Vater, ohne Familie, ohne Bekannte, ohne Freunde, bin ich schlimmer daran als ein Heimatloser. Da ist mir der Tod nur ein Gewinn. Er bietet mir etwas Besseres als dieses unglückselige Leben. So sprechend löste er langsam die Schnur, die um das Kästchen geschlungen war.
öffnete ein wenig den Deckel. Da stieg ein kleines weißes Wölkchen aus dem Kästchen empor, breitete sich dann aus, erhob sich und schwebte langsam über das Meer der Richtung zu, wo sich der Palast der Meereskönigin befand. Laut aufschreiend sprang Urashima empor und breitete sehnsüchtig die Arme aus. Aber ein jäher, heftiger Schmerz durchzuckte seinen Körper und er ließ die Arme sinken. Da blickte er auf seine Hand und ein eisiger Schauer befiel ihn. Die Hand, soeben noch so frisch und rosig, war welk, runzlig und knochig, wie die eines Greises. Nun fühlte er auch, wie sein Blut erstarrte, wie es träge durch seine Adern floss. Die Haut zog sich in Falten, der Herzschlag stockte. Noch einmal schaute er ins Wasser, da spiegelte sich ihm ein verrunzeltes graues Greisenantlitz mit spärlich weißem Haare entgegen. Sein eigenes Antlitz, vor Minuten noch in Jugendfrische, jetzt mumienhaft verändert. Mit einem Wehelaut sank er zu Boden, und ein Häuflein grauen Staubes bezeichnete die Stätte, da Urashima, jugendfrisch zurückgekehrt, in wenigen Minuten zu Staub wurde. Die geplagte Krabbe. In uralten Zeiten, als die Tiere noch wie die Menschen lebten, Häuser bauten und Felder bestellten, lebte einmal in einem kleinen, sauberen Häuschen eine Krabbe, dicht an einem Berge, und zwar an dessen Schattenseite, weil es dort nicht zu heiß wird, sondern immer hübsch kühl und feucht bleibt, wie es die Krabben lieben. Diese Krabbe war eine fleißige und tüchtige Hausfrau, die sich mit ihrer Hände Arbeit mühselig, aber redlich durchs Leben schlug, dabei ihr Häuschen stets in Ordnung hielt und so von früh bis spät beschäftigt war. Eines Tages nun hatte es sich ein Pilger im Schatten nahe bei ihrem Hause bequem gemacht und sein Mittagsmahl gehalten. Als er wieder weiterwanderte, ließ er einige kleine Reste gekochten Reises liegen, und die Krabbe hatte nichts eiliger zu tun, als diese Reste in ihr Häuschen zu schaffen. Dies hatte aber ein Affe beobachtet, der ebenfalls Appetit auf Reis hatte. Er kam schnell herbei und schlug der Krabbe vor, den Reis zu teilen. Die gutmütige Krabbe war dazu gern bereit, aber die Hälfte des Restes war dem Affen doch zu wenig, um seinen Appetit zu befriedigen, und so schlug er vor, die Krabbe solle ihm den ganzen Rest des Reises geben, wofür er ihr eine Handvoll Kaki-Kerne geben wolle. Er hatte nämlich kurz vorher eine rote, saftige Kaki gegessen und die Kerne aufgehoben. Man sieht, der Affe war ein schlauer Patron und dachte, die Krabbe zu überlisten. Die Krabbe ging auch auf den Tausch ein und nahm die Kaki-Kerne in Empfang, während der Affe den Reis empfing, den er sogleich verzehrte und sich dann die dumme Krabbe verspottend, lachend entfernte. Die Krabbe war aber gar nicht so dumm, als der Affe dachte. Sie wusste sehr wohl, warum sie den Tausch annahm. Nachdem sich nämlich der Affe entfernt hatte, ging sie in ihren Garten, der sich vor ihrem Häuschen befand, wählte dort eine schöne Stelle, gerade am Eingange, und pflanzte dort die Kerne ein. Dann trug sie Wasser aus dem nahen Bache herbei und goss dieses auf die eingepflanzten Kerne. Dann sorgte sie tagtäglich, dass der Platz ungestört blieb, und hatte endlich die Freude zu sehen, dass aus einem der Kerne wirklich ein Pflänzchen emporschoss. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus dem zarten Pflänzchen, dank der Sorgfalt und Pflege, die die Krabbe darauf verwendete, ein recht kräftiger Kaki-Baum, der auch bald schöne, saftige Früchte, so süß wie Sirup, trug und dessen Zweige der Krabbe überdies reichlich Schatten spendeten.
so verging eine geraume Zeit. Eines schönen Tages aber spazierte unser Affe vorbei und sah mit großem Erstaunen den schönen Kaki-Baum voll herrlicher Früchte. Er trat näher, begrüßte die Krabbe mit ausgesuchtester Höflichkeit und fragte, wie dieser Baum hierher komme, wo doch früher nicht einmal ein Strauch war. Die Krabbe erzählte mit großer Befriedigung, dass der Baum aus einem der Kerne ersprossen sei, die sie vor Jahren von dem Affen gegen den Reis eingetauscht habe. »So, so«, meinte da der Affe. »Dann wäre es ja eigentlich mein Baum, und die Früchte wären ebenfalls mein Eigentum.« »Warum nicht gar?« rief entrüstet die Krabbe. »Du hast die Kerne in Tausch gegeben. Ich hab sie also redlich erworben. Die Kerne waren also nicht mehr dein Eigentum, denn du hast den Reis dafür genommen. Überdies ist es nur meiner Arbeit und meiner Mühe gelungen, den Baum groß zu ziehen. Du hast also gar keinen Anteil daran.« »Na, na, na, seid nur nicht gleich so bös«, entgegnete lachend der Affe. »Ich habe ja nur einen Scherz gemacht. Oder dachtet ihr, ich würde euch den schweren Baum fortschleppen? Aber damit ich es euch sage, ich habe gerade etwas Hunger. Und so eine schöne Kaki hätte ich gern wieder einmal gegessen.« Die Krabbe war schnell besänftigt, und da der Affe gar zu schön zu bitten verstand, erlaubte sie es ihm, sich selbst einige Früchte vom Baume zu holen, da sie nicht so gut klettern könne als er, der Affe. Auch musste dieser ihr versprechen, die Hälfte der reifen Früchte ihr herabzuwerfen, die andere Hälfte könne er dann verzehren oder mitnehmen. Der Affe ließ sich dies nicht zweimal sagen, sondern versprach der Krabbe ihren Wunsch zu erfüllen und kletterte schnell am Baum empor. Kaum war er oben, als er an sein Versprechen nicht mehr dachte. Er suchte sich die schönsten Früchte aus und verspeiste sie in aller Gemütlichkeit. Die arme Krabbe wartete und wartete, aber der Affe dachte nicht daran, ihr auch nur eine Kaki hinabzuwerfen, so dass sie ihn endlich an Erfüllung seines Versprechens mahnte. Der jedoch warf ihr jetzt lachend nur die Kerne ins Gesicht, und als die Krabbe darüber ärgerlich wurde und den Affen einen Schwindler, Betrüger und Dieb nannte, da riss er unreife und harte Früchte ab und schleuderte sie auf die Krabbe, die sich dem Bombardement nur durch schleunigste Flucht entziehen konnte. Da sie nun einsah, dass sie auf diese Weise mit dem Affen nicht fertig würde, dachte sie sich eine List aus und rief, indem sie langsam zurückkehrte, als der Affe sich gerade seine Taschen mit den reifsten Früchten gefüllt hatte: »Nun lass es einmal genug sein des absonderlichen Spaßes. Dass du werfen kannst, habe ich gesehen. Man sagt aber auch, dass ihr Affen so schöne Purzelbäume schlagen und am Schwanze hängend euch von Zweig zu Zweig schwingen könnt. Das kannst du sicherlich nicht.« »Was kann ich nicht, du dumme Krabbe? Ich kann keine Purzelbäume schlagen?« schrie ganz empört der Affe. »Da, schau her, du dummes Vieh!« Dies sagend hing er sich am Schwanze auf, schwang sich über verschiedene Zweige und machte die schönsten Bauchwellen an einem kräftigen, glatten Aste. Darauf nun hatte die Krabbe nur gewartet, denn beim Herabhängen und Schwingen waren natürlicherweise dem Affen die Früchte aus den Taschen gefallen und rollten am Boden dahin, wo sie die Krabbe schnell auflas und in ihr Häuschen in Sicherheit brachte. Als der Affe mit seinen Turnkunststückchen fertig war und siegesbewusst der Krabbe einige Spottworte zurufen wollte, da merkte er, dass seine Taschen leer waren und sah, wie die Krabbe soeben die letzte Kaki auflas. Voller Wut, sich überlistet zu sehen, war er mit einem Satze vom Baume, warf sich auf die Krabbe, prügelte sie windelweich und ließ sie halbtot liegen, dann machte er sich schleunigst davon. Die arme Krabbe aber schleppte sich, als der Affe verschwunden war, mühselig und unter großen Schmerzen zum Bache, wo sie ihre Wunden wusch und kühlte. Nun hatte aber die Krabbe eine Freundin, nämlich eine Wespe, die in einem alten, abgestorbenen Baume, der am Rande des Baches stand, wohnte. Diese sah,
wie die Krabbe ihre Wunden wusch. Sie flog herbei und fragte, was denn geschehen sei. Die Krabbe erzählte ihr die Schandtat des Affen, worüber die Wespe sehr empört war und beschloss, den Affen zu bestrafen. Sie flog zu einigen anderen Freunden, erzählte denen die Geschichte weiter und hatte es endlich auch so weit gebracht, dass zwei derselben, nämlich ein Ei und ein großer, schwerer Reismörse, sich mit ihr einig erklärten, den Affen zu bestrafen. Zunächst aber musste die Krabbe erst wieder gesund werden, weshalb die drei sie aufsuchten und in ihrem Leiden so vortrefflich verpflegten, dass sie bald wieder ganz hergestellt war, bis auf eine kleine Lähmung im rechten Vorderbein. Als nun die Krabbe wieder ausgehen konnte, wurde Kriegsrat gehalten. Die Krabbe, die gutmütig war und mit dem Aufhören der Schmerzen auch keine Rachegedanken mehr hatte, wollte jedoch von einer so strengen Bestrafung wie das Töten des Affen, das die anderen vorschlugen, nichts wissen. Schließlich einigte man sich dahin, dass, wenn der Affe um Verzeihung bitte und verspreche, nichts Böses mehr gegen die Krabbe zu unternehmen, ihm verziehen werden solle. Wenn nicht, müsse es ihm ans Leben gehen. Die Wespe erhielt den Auftrag, diesen Beschluss dem Affen zu verkünden und ihn aufzufordern, vor dem Hause der Krabbe zu erscheinen, um seine Entschuldigung vorzubringen. Sie flog, summ, summ, in den nicht so weit entfernten Wald, wo der Affe wohnte, und hatte das Glück, ihn anzutreffen. Mit lautem Summen flog sie durchs Fenster ins Zimmer, wo der Affe bei einem Fläschchen Sake hockte. »Was bringt dir denn Gutes, Frau Wespe?« fragte er. »Gutes oder Böses, wie ihr es nennen wollt,« entgegnete die Wespe und richtete ihren Auftrag aus. Der Affe lachte. »Eure Drohung verlache ich. Wie könnt ihr euch erdreisten, mir mit dem Tode zu drohen? Da müssen doch erst andere kommen als ihr winzigen Geschöpfe.« »Seid nur nicht so übermütig,« sagte die Wespe. »So klein wir sind, haben wir doch unsere Waffen.« »Prahle nicht, dummes Vieh,« rief der Affe ärgerlich. Aber kaum hatte er das gesagt, so saß ihm die Wespe schon auf der Nase und versetzte ihm einen recht kräftigen Stich. Brüllend vor Schmerz sprang er da auf und schrie, »Ich komme, ich werde kommen.« »Schön, das war dein Glück, aber hüte dich vor schlechten Streichen, du entrinnst uns nicht.« Mit diesen Worten flog die Wespe davon und verkündete ihren Freunden daheim das Resultat ihrer Sendung. Am anderen Tage musste die Krabbe sich noch krank stellen, und sie legte sich auf ihr Lager, sich bis zum Kopfe zudeckend. Der Mörser stellte sich außen auf einen Vorsprung oberhalb der Tür. Das Ei legte sich auf den Herd, und die Wespe setzte sich auf den Rand eines Wasserkübels, der in einer dunklen Ecke stand. So erwarteten alle vier den Affen. Es dauerte auch gar nicht lange, so kam er ganz furchtsam angeschlichen. Seine Nase war infolge des Wespenstiches furchtbar angeschwollen. Das sah so komisch aus, dass der Mörser sich vor Lachen schüttelte und fast von seinem Platze gestürzt wäre, wenn er sich nicht schnell festgehalten hätte. Der Affe sah sich sorgfältig nach allen Seiten um. Als er aber niemanden erblickte, kam er näher und spähte durch die Tür ins Zimmer, wo er die Krabbe still liegen sah. Nun kehrte sein Mut zurück, und er trat keck ins Zimmer und begrüßte mit scheinheiliger Miene die Krabbe, die ganz krank und elend tat, und mit leiser Stimme seinen Gruß erwiderte. Sie erwartete, dass der Affe seine Bitte um Verzeihung vorbringen werde. Dem war aber sein alter Übermut wieder zurückgekehrt, und er dachte gar nicht daran, sich zu demütigen. Vielmehr erblickte er das Ei auf dem Herde, das er schnell ergriff, indem er höhnisch lächelnd sagte, »Du also bist eins von denen, die mir ans Leben wollen? Das darf nicht ungestraft dahingehen. Deine Frechheit soll jetzt dich das Leben kosten, und dabei sollst du mir noch recht schön schmecken, denn Eier esse ich zu gerne.« »Hüte dich, Affe!«
rief warnend die Krabbe. »Du weißt, was deiner erwartet, wenn du deine bösen Streiche nicht lässt.« »Das sieh, wie ich deine und deiner sogenannten Freunde Drohung fürchte«, sagte da der Affe und legte das Ei auf die glühenden Kohlen, um es zu backen. Aber die Strafe folgte auf dem Fuße, denn als er sich auf das Ei niederbeugte, um zu beobachten, wie die Schale sich durch die heiße Glut braun färbte, da platzte die Schale, und die heißen Stücke flogen ihm in die Augen und verbrannten ihm das Gesicht. Um den Schmerz zu lindern, eilte er zum Wasserkübel, aber hier wartete seiner die Wespe, die, als er sein Gesicht ins Wasser stecken wollte, unbarmherzig auf ihn losstach, so daß er vor Schmerz heulend aus dem Zimmer eilen wollte. Doch als er durch die Türe lief, sprang von oben der Mörser herunter und hieb mit seinem Schlegel auf den Affen ein. Nun kamen auch die Krabbe und die Wespe heraus. Erstere setzte sich auf das Genick des Affen und zwickte ihn. Die Wespe zog ihr Schwert und stach ihn tot. Auch das Ei hatte sich wieder erholt und schaute dem Spektakel zu. So strafen die unscheinbaren Wesen den böswilligen Affen. Daraus folgt, dass böse Taten immer ihren Lohn finden und dass man als Rächer auch den Kleinsten nicht gering achten sollte. Nach dem Tode des Affen lebte die Krabbe noch viele, viele Jahre in Ruhe und Zufriedenheit im Schatten des Kakibaumes. Und wenn man sie auch nicht getötet hat, so lebt sie heute doch nicht mehr. Yuki Onna, Schneefrau. Es waren einmal zwei Holzhauer. Der eine hieß Nishikase, dieser war ein älterer Mann, während der andere Teramichi hieß und noch ein Jüngling war. Beide wohnten im gleichen Dorfe und gingen jeden Tag zusammen in den Wald, um Holz zu schlagen. Um in den Wald zu gelangen, mussten sie einen großen Fluss passieren, über den eine Fähre eingerichtet war. Als sie eines Tages spät mit ihrer Arbeit fertig waren, wurden sie von einem furchtbaren Schneesturm überrascht. Sie eilten zur Fähre, mussten aber zu ihrem großen Schrecken sehen, dass der Fährmann soeben übergesetzt war und sich auf der anderen Seite des reißenden Flusses befand, von der er des rasenden Sturmes wegen vorläufig nicht zurück konnte. Da die beiden im Freien das Ende des Sturmes nicht abwarten konnten, beschlossen sie, in das nahe befindliche Haus des Fährmanns zu gehen und dort dessen Rückkehr abzuwarten. Gesagt, getan. Im Hause angekommen, warfen sie sich zur Erde, nachdem sie Tür und Fenster wohl verwahrt hatten, und lauschten dem Tosen des Sturmes. Der Ältere, ermüdet von des Tages Last und Arbeit, war bald in Schlaf verfallen, aber der Jüngere konnte kein Auge schließen, denn das Heulen, Brausen, Rauschen und Krachen war unheimlich, und das Häuschen erzitterte in allen Fugen. Plötzlich gab es einen fürchterlichen Schlag, als wollte der Sturm das Haus zertrümmern. Die Tür sprang auf, und ein eisiger Wind mit einer riesigen Schneewolke drang herein. Entsetzt starrte Teramichi auf die Wolke, denn diese bewegte sich auf und ab und nahm endlich menschliche Gestalt an. Die Gestalt einer Frau in weißem Gewande und wandte sich zu der Stelle, wo Nishikase schlief. Dort beugte sie sich zu dem Schläfer nieder. Ihrem Munde entströmte ein weißer Nebel, der sich auf das Gesicht des Mannes ausbreitete. Dann richtete sie sich auf und kam auf Teramichi zu, der, unfähig ein Glied zu rühren, die Augen angstvoll weit geöffnet hielt. Dicht vor ihm angekommen, neigte sie sich nahe auf sein Gesicht und sah ihn ein Weilchen ruhig an. Dann sprach sie leise. Ihre Stimme war wie ein Hauch und ihr Gesicht nahm freundlichere Züge an.
Deinen Kameraden habe ich getötet, wie alles, das in meinen Bereich kommt. Auch du solltest sein Los teilen. Doch bist du noch kein Mann und hast noch nicht gelebt. Drum sei verschont. Doch diese Schonung wird dir nur so lange Zeit, als du schweigen kannst. Kommt auch nur ein Wort von dem über die Lippen, was du hier erlebtest. Sei es zu wem es wolle, nicht Vater, nicht Mutter, nicht Weib noch Kind, niemand, hörst du? Niemand darf erfahren, was hier geschah. So treffe ich dich, wo es auch sei. Denke daran. Nach diesen Worten schwebte sie langsam empor und verschwand durch die Tür. Jetzt wich der Bann von dem jungen Manne. Er sprang auf, eilte zur Tür und verschloss sie fest. Dann wandte er sich zu seinem Kameraden und rief ihn an, doch dieser rührte sich nicht. Er war steif und starr. Er war tot. Sein Gesicht verklärte ein glückliches Lächeln. Endlich ließ der Sturm nach und der Morgen brach an. Und der Fährmann, der nun zurückkehrte, fand beide Männer in seinem Häuschen und hielt sie für tot, für erfroren. Doch als er sie aufhob, tat Teramichi einen tiefen Seufzer, schlug die Augen auf und kam bald wieder zu sich, während Nishikase tot blieb und begraben wurde. Der junge Mann aber ging wieder seinem Berufe nach und wanderte tagtäglich in den Wald, erzählte niemandem sein Abenteuer, das er mit der Schneefrau, denn eine solche war es, wie ihm zur Gewissheit wurde, hatte. So gingen 2 Jahre dahin. Als er eines Abends nach vollbrachtem Tagewerk wieder heimwärts wanderte, begegnete ihm ein junges, hübsches Mädchen, das ihm so gefiel, dass er sich in ein Gespräch einließ. Das Mädchen erzählte ihm, dass es eine Waise sei und zu entfernt wohnenden Verwandten wandern wolle, wo es hoffe, aufgenommen zu werden. Als das Paar nahe dem Dorfe war, in dem Teramichi wohnte, sprach dieser zu dem Mädchen: »Es ist jetzt Abend und kalt, und die Wege sind unsicher. Komm mit in meine armselige Hütte und nimm teil an dem bescheidenen Mahle, das meine Mutter bereitet hat. Ruhe dich dann aus, und so du willst, kannst du morgen früh deine Wanderung fortsetzen.« Das Mädchen, das sich Yuki nannte, nahm dies Anerbieten an und begleitete den jungen Mann in sein Haus, wo die Mutter ihm eine freundliche Aufnahme bereitete. Als es sich ausgeruht hatte und am anderen Morgen sich wieder auf den Weg machen wollte, bat die Mutter, es möge doch noch einige Tage bleiben, und wenn es niemand in der Welt habe, der es erwarte, so möge es bleiben, solange es wolle, und ihr etwas zur Hand gehen, da sie selbst schon alt sei und sich schon längst eine Stütze im Hause gewünscht habe. Da auch Teramichi, der zu dem Mädchen in heißer Liebe entbrannt war, sich den Bitten seiner Mutter anschloss, so schlug es ein und blieb im Hause. Wie es nun so geht, wenn ein Mann einem Mädchen mit reiner Liebe zugetan, dass das Mädchen schließlich auch Liebe empfindet, so war es auch hier, und es dauerte nicht lange Zeit, so hatten sich beide ihre Liebe erklärt, und Teramichi und Yuki wurden ein Paar. Yuki war stets eine brave Frau und verehrte ihre Schwiegermutter in kindlicher Liebe, bis diese starb. Dann widmete sie sich nur ihrem Manne und ihren Kindern, von denen sie im Laufe der Jahre ihrem Gatten 10 geschenkt hatte. Die Kinder blühten und gediehen und wuchsen heran. Keine Krankheit, kein Unglück störte den Frieden und das Glück dieser Ehe.
die jeder Mann als die beste im ganzen Lande pries. Als ganz besonderes Wunder aber wurde erwähnt, dass Yuki immer jung aussah, immer blühend und in voller Kraft war und man keinerlei Spuren des Alters bei ihr wahrnehmen konnte. So vergingen die Jahre, als eines Abends im Winter, als das Paar im traulichen Zwiegespräch beisammen saß, wieder einmal ein furchtbarer Schneesturm losbrach. Der Mann erschauerte, indem er seines Erlebnisses in der Hütte des Fährmanns gedachte, und sinnend betrachtete er seine Frau, die ihm schöner als je erschien, und plötzlich glaubte er in ihrem Gesicht eine Ähnlichkeit mit der Schneefrau zu entdecken, die ihm damals vor vielen Jahren das Leben schenkte. Diese Ähnlichkeit trat immer deutlicher hervor, so dass er den Ausruf nicht zurückhalten konnte. »Nein, du bist schöner!« Yuki wurde aufmerksam und fragte, was diese Worte bedeuten sollten. Ohne zu zögern, halb im Traum, erzählte er ihr nun sein Abenteuer, das er mit der Schneefrau hatte, und schloss seine Erzählung mit den Worten: »Sie war schön, aber geisterhaft schön. Du aber bist menschlich, natürlich schön.« Da erhob sich Yuki, und erschreckt sah der Mann, wie sie größer und größer wurde, wie ihr Gesicht sich verklärte, die Kleidung sich in lichtes Weiß verwandelte und sie endlich so vor ihm stand, wie damals die Schneefrau. Er stürzte zu Boden, streckte die Arme aus und rief: »Ja, du bist es doch! Verzeih! Verzeih!« Sie aber schüttelte das Haupt und herrschte ihn an. »Ja, ich bin es. Konntest du den Mund nicht halten, nachdem du so lange geschwiegen hast? Ich könnte dich jetzt töten. Ein Hauch aus meinem Munde würde deine Glieder erstarren lassen. Das wäre die gerechte Strafe, dass du nicht nur dein, sondern auch mein Glück zerstört hast. Denn sie«, hier nahm ihre Stimme einen milden Klang an, »als ich dich damals in jener Hütte als blühenden, hübschen Jüngling so hilflos vor mir sah, da tatest du mir leid. Aber nicht nur leid. Ich fühlte den Wunsch in mir, auch einmal Menschenglück zu genießen, anstatt stets zu zerstören. Ja, ich liebte dich und nahte mich dir in menschlicher Gestalt. Ich genoss an deiner Seite Jahre ungetrübten Glücks. Jetzt hast du es selbst zerstört, und ich muss zurück in mein kaltes Reich. Und du? Ich gedenke des Glücks, das ich genossen, und der armen, dort ruhenden Kinder, denen ich neben der Mutter nicht auch noch den Vater rauben will. Mögest du drum leben, bleibe den Kindern ein guter Vater und suche dadurch, dein heutiges Unrecht zu sühnen.« Damit drückte sie ihm einen Kuss auf die Stirne, der, obgleich eiskalt, wie Feuer brannte. Die Tür sprang auf, ein wirbelnder Schneeschauer durchtobte das Haus und entführte Yuki Onna, den Mann einsam zurücklassend. Von diesem Tage an blieb er, der sonst stets heiter und guter Dinge war, ernst, und kein fröhliches Wort kam mehr über seine Lippen. Er lebte nur seinen Kindern, zog sie zu tüchtigen, braven Menschen auf
und als nach vielen Jahren wieder einmal ein Schneesturm brauste, nahm dieser die Seele des Mannes mit und führte sie seiner Yuki-On nahe zu. Die Leute aber sagten, als sie ihn am anderen Morgen tot fanden, er sei erfroren. Der Sperling mit abgeschnittener Zunge. Es lebte einmal ein altes Ehepaar. Der Mann war stets mitleidsvoll und erbarmte sich der Tiere. Er war ruhig und nie unzufrieden. Seine Frau war gerade das Gegenteil von ihm, habgierig, unzufrieden und rachsüchtig. Eines Tages fand der Mann im Garten einen jungen Sperling, der sich einen Flügel gebrochen hatte und deshalb nicht weiterfliegen konnte. Den Mann dauerte das arme Tierchen. Er nahm es daher vom Boden auf und trug es behutsam in sein Haus. Dort verband er den verletzten Flügel und bettete den Sperling in einen Vogelkorb, den er mit Watte ausgepolstert hatte. Dank der sorgsamen Pflege, die der Mann dem Sperling angedeihen ließ, heilte der Flügel recht schnell, und bald konnte das Tierchen wieder fliegen. Einige Tage später ging der Mann früh morgens in den Wald, um trockene Äste und Laub zu sammeln, damit er Feuerungsmaterial habe. Dies tat der Mann sonst täglich, hatte es aber während der Pflege des Sperlings ganz vergessen, so dass er, als er sah, dass es dem Vogel besser gehe, sich endlich wieder auf den Weg machte. Er hatte aber dem Sperling kein Futter hingesetzt, weil er glaubte, bald wieder zurück zu sein. Den Sperling hungerte nun, und um Nahrung zu suchen, hüpfte er aus dem Körbchen und eilte vor das Haus, wo die Frau des Mannes sich gerade einen dicken Stärkekleister zurechtgemacht hatte. Den Kleister sehen und seinen Hunger stillen war eins, aber die Alte kam gerade hinzu, als es sich der Sperling schmecken ließ. Wütend darüber lief die Frau ins Haus, holte eine Schere, dann ergriff sie den Sperling, schnitt ihm die Zunge ab und ließ ihn fliegen, indem sie ihm nachrief: »Warte, ich will dich lehren, fremder Leute Kleister zu fressen!« Der Sperling flog schnell davon und war bald im nahen Walde verschwunden. Als der Mann mit seiner Holzlast zurückkam und die Alte noch immer wütend ihm erzählte, dass der Sperling von ihrem Kleister genascht und sie ihm zur Strafe dafür die Zunge abgeschnitten habe, da ward er sehr betrübt, setzte seine Holzlast nieder und ging fort, um das arme Tierchen zu suchen. Er wanderte lange Zeit von Dorf zu Dorf, indem er überall fragte: »Habt ihr nicht einen Sperling mit abgeschnittener Zunge gesehen?« Aber niemand hatte ihn gesehen, niemand konnte Auskunft geben. Endlich kam er an ein dichtes Gebüsch, vor dem ein hübscher kleiner Sperling wartete, der, als er den alten Mann sah, ihm entgegenhüpfte und sich verneigte. »Ich bin der Sohn des Sperlings, den du gepflegt hast«, sagte er. »Ich habe beobachtet, dass du meinen Vater suchst. Sei beruhigt. Mein Vater ist gesund heimgekommen und erwartet dich. Ich bin dir entgegengekommen, um dich zu erwarten und in unser Haus zu geleiten. Also bitte, komm und folge mir.« Da war der Mann von Herzen froh und folgte freudig dem voranhüpfenden Sperling. Nach einem Weilchen kamen sie an ein großes, schönes Haus, in dem viele, viele Sperlinge versammelt waren, darunter jener Sperling, den der Alte gepflegt hatte. Dieser lud ihn freundlich ein, näher zu treten, und ließ ihn Platz nehmen. Er sagte: »Dir, braven Manne, zu Ehren, habe ich das heutige Fest veranstaltet. Nun iss und trink und lass es dir wohl sein. Ich werde dir zeigen, dass auch ein Sperling dankbar sein kann.« Als der Alte Platz genommen hatte, wurden ihm gebackene Fische, Fleisch, Kuchen und allerlei Leckerbissen vorgesetzt. So viel und so schön und gut,
wie er noch nie in seinem Leben gesehen, viel weniger denn gegessen hatte. Dazu wurde eine herrliche Musik gemacht, und muntere Sperlingweibchen und Sperlingfräulein führten einen kunstvollen Tanz auf. Kurz, der alte Mann kam aus dem Staunen gar nicht heraus und glaubte im Himmel zu sein. So schön erschien ihm all das. Ihm, der bisher zwar nicht gehungert, wohl aber kümmerlich in Not und Sorge gelebt hatte. Zum großen Leidwesen aller ging auch dieses schöne Fest, wie alles in der Welt, einmal zu Ende, und der Mann verabschiedete sich unter vielen Dankesworten von den gastfreundlichen und dankbaren Sperlingen. Der Sperling aber, den der Mann gepflegt hatte, führte ihn noch in ein Zimmer und zeigte ihm zwei Lackkästen, der eine groß, der andere klein, und sagte ihm: »Damit du nicht leer nach Hause kommst, wähle dir einen dieser beiden Kästen zur Erinnerung an mich.« Der Alte dachte, den Großen zu nehmen wäre unbescheiden. »Auch bin ich alt und schwach und kann den Kleinen besser tragen.« Also wählte er den kleinen Kasten und nahm ihn auf den Rücken, indem er dem Sperling nochmals für alles Gute und Schöne, das er gesehen und genossen hatte, bestens dankte. Der Sperling begleitete ihn noch ein Stückchen Wegs, und als er sich von dem alten Manne am Rande des Waldes verabschiedete, warnte er ihn, unterwegs den Kasten zu öffnen. Er dürfe ihn erst zu Hause öffnen. Der Alte versprach es. Während er nun seines Weges dahinschritt, wurde der Kasten auf seinem Rücken immer schwerer, so dass er ihn kaum zu tragen vermochte und mehrmals in Versuchung kam, ihn abzusetzen und zu sehen, was darinnen sei. Aber er gedachte der Warnung des Sperlings und schritt tapfer weiter, bis er endlich ganz erschöpft bei seinem Hause ankam. Hier empfing ihn seine Frau mit Scheltworten und hieß ihn einen Nichtstuer und Herumtreiber. Als der Mann ihr aber erzählte, wie es ihm ergangen sei, da wurde sie sehr neugierig, und beide öffneten den Kasten. Man denke sich die Freude. Der Kasten war bis oben an mit Gold und Edelsteinen und anderen kostbaren Dingen gefüllt. Nun hatte alle Not ein Ende. Der Alte musste nochmals sein Erlebnis ganz genau erzählen. Als die Frau hörte, dass er von den beiden Kästen den kleineren gewählt habe, da wurde sie ganz bleich vor Ärger und Wut und schrie den Alten an: »Du bist und bleibst ein dummer Kerl. Nein, solch grenzenlose Dummheit ist mir noch nie vorgekommen. Einen kleinen Kasten zu nehmen, wenn du einen großen erhalten kannst. Gleich trägst du den Kasten zurück und holst den größeren.« »Dann wäre ich wirklich dumm«, erwiderte der Alte. »Das, was wir jetzt haben, reicht für unser Leben aus. Ja, es ist mehr als zu viel. Was sollen wir mit noch größerem Reichtum? Ich bin vollständig zufrieden und glücklich.« Da wurde die Frau noch böser und rief: »Dann sei du es. Ich will aber den großen Kasten unbedingt haben und werde ihn mir selbst holen.« Kaum hatte sie das gesagt, da war sie auch schon zum Hause hinaus und auf dem Wege zum Sperlingsheim. Am Gebüsch angekommen, stand wieder der kleine Sperling da. »Führe mich zu deinem Vater«, herrschte sie ihn an. »Komm«, erwiderte kurz der Sperling und hüpfte voran. Im Sperlingsheim waren nur noch wenige Sperlinge anwesend. Der Sperling, dem die Frau die Zunge abgeschnitten hatte, empfing die Frau und sagte zu ihr: »Ich weiß schon, warum du kommst. Doch erst setze dich und erhole dich von deinem Wege.« Sie wurde ins Haus geführt und musste sich setzen. Dann brachte man ihr allerlei Essen und Getränke in geschlossenen Schüsseln. Als sie lüstern den Deckel von der ersten Schüssel hob, da sprang ein Frosch heraus. Dann machte sie sich an die anderen Schüsseln,
aber in jeder ward irgendein Untier, wie Kröten, Schlangen und dergleichen verborgen, und in den Trinkgefäßen war übel riechendes Wasser, so daß sie sich mit Ekel und Entsetzen abwenden und hungrig aufstehen mußte. Hierauf wurde sie in das Zimmer geführt, wo wieder zwei Kästen standen, der eine groß, der andere klein. Ohne lange zu warten, ergriff sie den großen Kasten, nahm ihn auf den Rücken und eilte davon. Der Sperling rief ihr noch nach: »Öffne den Kasten nicht unterwegs!« »Schon gut, schon gut!« schrie die Alte zurück, ohne sich aufzuhalten, denn sie konnte ihre Begierde gar nicht verbergen. Auf der Hälfte des Weges plagte sie die Neugier. Sie musste unbedingt wissen, wie viel in dem Kasten sei. Ihre Neugierde und Habsucht ließen es nicht zu, dass sie wartete, bis sie daheim war. An einer lichten Stelle im Walde setzte sie den Kasten ab und vor Aufregung zitternd hob sie den Deckel ab, um über den Reichtum herzufallen. Aber mit furchtbarem Getöse flog ihr der Deckel aus den Händen und dem Kasten entstiegen eine Unzahl schrecklicher Gestalten, Gespenster, Geister, Teufel und Drachen und bedrohten die Frau, die vor Schreck auf den Rücken fiel, dann aber emporsprang und schreiend davonlief, die Schar der dem Kasten entsprungenen fürchterlichen Gestalten mit Gebrüll hinter ihr her. Die Frau lief, was sie laufen konnte. Sie hielt sich dabei die Ohren zu, um das entsetzliche Gebrüll nicht zu hören, und jeden Augenblick glaubte sie, die Krallen eines dieser Ungetüme im Nacken zu fühlen. So rannte sie durch den Wald, stieß an Bäume und zerschlug sich die Stirne, während die Zweige sie ins Gesicht peitschten und die Dornen ihre Kleider, Füße und Hände zerrissen. Erst am Waldesrande wurde das Getöse leiser und verstummte endlich ganz, als sie erschöpft, zerschunden und zerschlagen vor ihrem Hause ankam, wo sie ohne Besinnung zusammenfiel. Ihr Mann kam heraus, trug sie ins Haus und pflegte sie. Als sie endlich wieder die Augen aufschlug und gesund wurde, da war sie ganz umgewandelt. Sie war still und geduldig und sagte kein böses Wort mehr. Darüber freute sich der Mann sehr und lebte mit seiner jetzt braven Frau noch viele, viele lange Jahre, während deren beide von ihrem Reichtum den Armen abgaben und Freunde und Beschützer der Tierwelt wurden. Die Vögel und Tiere des Waldes kamen jetzt immer gern zum Hause der alten Leute und fürchteten sich nicht mehr vor der bösen Frau, die nun vollständig von ihren bösen Leidenschaften befreit war und den Tieren gern Futter streute. So erwies sich ein Sperling dankbar und besserte die Frau, die ihm die Zunge abgeschnitten hatte, durch den furchtbaren Schreck, den sie nie vergaß. Der schlaue Polizist. Der frühere Kaiser von Korea hatte sich eine Geheimpolizei eingerichtet, die für Ruhe und Ordnung in der Stadt sorgen musste und Räubereien und Diebstahl verhindern sollte. Aber wie das oft so ist, die Verbrechen wollten kein Ende nehmen, und der Kaiser war recht ärgerlich. Er ließ sich den Obersten der Polizei kommen und machte ihm Vorwürfe. Der Oberste aber verteidigte seine Leute und sagte, sie seien alle tüchtig und geschickt. Da meinte der Kaiser, nur der sei ein geschickter Polizist, der alle Schliche und Listen der Diebe kenne und solche selbst anwenden könne. Er werde die Leute auf die Probe stellen. Sie sollen sich alle am anderen Morgen im Palaste einfinden. Als am Morgen die Polizisten alle in der Vorhalle des Palastes versammelt waren, erschien der Kaiser, in der Hand einen seidenen Beutel haltend. Diesen Beutel füllte der Kaiser mit Gold und ließ ihn mitten an der Decke der Halle aufhängen, so hoch, dass ihn niemand mit der Hand erreichen konnte.
Dann sagte der Kaiser: Hier hängt der Beutel mit Gold. Er bleibt 3 Tage lang hängen. Eine Wache wird stets dabei sein. Gelingt es einem von euch, diesen Beutel binnen der 3 Tage zu entfernen, ohne dass jemand es bemerkt, so gehört ihm der Beutel samt Inhalt, und ihr alle sollt fernerhin in meinen Diensten bleiben. Gelingt aber keinem von euch diese Aufgabe, so jage ich euch alle zum Teufel. Da war allgemeines Kopfschütteln, und tief betrübt gingen die Polizisten heim, denn es schien unmöglich, den Beutel zu entfernen, weil der Kaiser eine Wache von 4 Mann aufgestellt hatte, die den Beutel Tag und Nacht bewachen musste. Für Nachlässigkeit war der Wache mit Kopfschlagen gedroht. So kam der 3. Tag heran, der Beutel aber hing noch unberührt an der Decke, und die Polizisten erwarteten ihre Entlassung. Da meldete sich zum Erstaunen aller einer der jüngsten Leute und erklärte, er wolle es versuchen, aber er müsse noch mindestens 2 Tage Zeit haben. Er wurde zum Kaiser geführt. Dieser lachte den jungen Menschen aus und sagte: Auch wenn ich euch 10 Wochen Zeit gebe, das Kunststück gelingt euch doch nicht. Das mag stimmen, erwiderte dieser. Und ich glaube selbst, dass nur ein Wunder uns helfen kann. Aber vielleicht tritt ein solches Wunder in den 2 Tagen ein. Dem Kaiser gefiel diese kecke Antwort. Gut, so soll es sein. Diese 2 Tage seien euch noch gewährt, entschied er. Der junge Polizist betrachtete sich in der Halle den Beutel ganz genau und prägte sich alles fest ins Gedächtnis ein. Dann eilte er nach Hause und fertigte sich einen ganz gleichen Beutel, den er mit kleinen Steinchen füllte. Am 2. Tage nahm er diesen Beutel, steckte ihn in den Ärmel seiner Jacke und ließ sich beim Kaiser melden. Dieser empfing ihn und fragte, ob das Wunder schon geschehen sei. Der Polizist bat hierauf den Kaiser, sich den Beutel einmal ansehen zu dürfen. Dieser genehmigte es und ging selbst mit zur Halle, wo der Beutel noch immer hing, bewacht von 4 Soldaten. Nachdem er sich den Beutel ein Weilchen von allen Seiten angesehen hatte, fragte er, ob es gestattet sei, den Beutel in die Hand zu nehmen. Auch das genehmigte der Kaiser. Der Polizist holte hierauf eine Bank, stellte sich darauf und nahm den Beutel vom Haken, sah ihn sich wieder an und steckte ihn in den Ärmel, indem er sagte: Auf diese Weise würde es gehen. Der Kaiser erwiderte lachend: So ginge es wohl, ist aber nicht erlaubt. Der Beutel soll fortgenommen werden, ohne dass es jemand weiß. Hänge ihn also nur ruhig wieder an die Decke und gib zu, dass du ihn auch nicht ausführen kannst. Der andere machte scheinbar ein trauriges Gesicht, zog seufzend den Beutel wieder hervor und hängte ihn auf. Er hatte aber nicht den Beutel mit dem Golde genommen, sondern ihn im Ärmel mit dem von ihm vorbereiteten und mit Steinen gefüllten Beutel vertauscht und diesen aufgehängt, während er den echten Beutel im Ärmel behielt und sich mit diesem entfernte, indem er dem Kaiser versicherte, er hoffe bis zum anderen Morgen doch das Kunststück ausführen zu können. Der Kaiser ließ daher für diese Nacht die Wache verdoppeln. Auch musste die Halle so hell erleuchtet werden, dass der Beutel stets zu sehen war. Der nächste Tag kam, und auf Befehl des Kaisers mussten sich alle Polizisten in der Halle versammeln, um, wie der Kaiser beabsichtigte, sie für immer ihres Dienstes zu entlassen. Er herrschte die Leute denn auch recht unfreundlich an und wandte sich dann an jenen jungen Polizisten, indem er ihn höhnisch fragte, ob das Wunder geschehen sei. »Ich glaube ja«, erwiderte dieser.
Er ist total verrückt oder unverschämt frech, rief da der Kaiser. Glaubt er denn, ich kann nicht sehen? Da hängt doch der Beutel. Ich sehe, erwiderte der Gescholtene, dass dort wohl ein Beutel hängt. Ob es aber der wirkliche ist, möchte ich bezweifeln. Das ist denn doch zu stark, schrie der Kaiser. Holt den Beutel herunter und bringt ihn her, befahl er der Wache. Der Beutel wurde abgenommen und dem Kaiser gebracht, der ihn öffnete, aber ein ganz verwundertes Gesicht machte, als er nur Steine in dem Beutel fand und beim genaueren Hinsehen erkannte, dass es gar nicht der frühere Beutel war. »Kerl, wie hat er das fertiggebracht?« fragte er den listigen Mann. Dieser erzählte, wie er einen gleichen Beutel angefertigt und diesen dann in des Kaisers Gegenwart vertauscht habe. »Bist ein verteufelt schlauer Bursche«, sagte dann der Kaiser, »und da du mir der Klügste von allen zu sein scheinst, sollst du deren Oberster sein, und ich will sie nicht entlassen. Sorge dafür, dass deine Leute ihre Pflicht tun und dir nacheifern.« Und so geschah es. Der Hase und der Dachs. Zwischen hohen Bergen lebte vor langen, langen Jahren ein betagtes Ehepaar, das sich durch fleißige Arbeit redlich, doch kümmerlich nährte. Der Mann ging täglich in den Wald, um Reisig zu sammeln, das er verkaufte, und aus dem Erlös bestritt er den Lebensunterhalt. Während der Mann im Walde war, kochte und wusch die Frau und machte das Haus sauber. Im Laufe der vielen Jahre hatte der Mann die Bekanntschaft eines weißen Hasen gemacht. Die Bekanntschaft wurde immer fester, und so kam es zu einer regelrechten Freundschaft. Immer wenn sie sich trafen, unterhielten sie sich freundschaftlich über dieses und jenes, denn zu damaliger Zeit konnten die Tiere noch sprechen. An Feiertagen luden sie sich auch oft zum Essen ein und machten sich einander Geschenke. Nun hatte aber in der Nähe der Wohnung des Hasen ein alter Dachs seinen Bau. Das war ein alter Hagestolz, ein griesgrämiger Kerl und ein Geizhals dazu. Den verdroß die innige Freundschaft des Hasen mit dem Menschen, und er suchte die zwei auf alle mögliche Weise auseinanderzubringen und zu entzweien. Aber alles, was er versuchte, blieb vergeblich. Alle seine Niederträchtigkeiten scheiterten an der festen Freundschaft. Als nun eines Tages der Mann wieder den Hasen besuchte, brachte er ihm auch einige Süßigkeiten mit, die die Frau gebacken hatte. Als sich der Mann mit dem Hasen unterhielt und ihm die Süßigkeiten geben wollte, da hatte sich der Dachs hinzugeschlichen und sie gestohlen. Da wurden beide recht ärgerlich und beschlossen, dem Dachse endlich sein Handwerk zu legen. Sie begaben sich zu seinem Bau und trafen ihn gerade dabei, die Süßigkeiten zu verzehren. Der Mann packte den Dachs schnell beim Kragen, band ihm mit einem recht festen Strick die Beine zusammen und trug ihn nach Hause. Hier zeigte er ihn seiner Frau und sagte zu ihr, »Der Kerl hat sich durch seine Niederträchtigkeit jetzt selbst geschadet. Wir werden ihn schlachten und dann zum Mittag verspeisen.« Mit diesen Worten hing er den Dachs an einem oberen Querbalken in der Küche auf und ging nochmals in den Wald, um noch schnell etwas Reisig zur Feuerung zu holen. Die Frau nahm während dieser Zeit ihre Reismörser und begann, Reis zum Mittagessen zu stampfen. Während ihrer Arbeit hörte sie oben den Dachs stöhnen und seufzen. Obwohl sie Mitleid mit dem Tiere hatte, ließ sie sich an ihrer Arbeit nicht stören und tat, als ob sie nichts gehört hätte. Doch der Dachs hörte nicht auf zu wehklagen, denn er wollte das Mitleid der Frau erregen, weil er hoffte, sie würde ihn freilassen. Als er aber sah, dass alles Lamentieren nichts half, wurde er nachdenklich und besann sich auf eine List. Denn loskommen wollte er wenigstens,
und sei es auch nur auf eine Minute. Die Dachse können sich nämlich in jede Gestalt verwandeln, doch können sie das nur, wenn sie im freien Gebrauche ihrer Gliedmaßen sind. Gefesselt vermögen sie ihre Kunst nicht auszuüben. Darauf baute er nun seinen Plan, um nicht nur freizukommen, sondern sich auch zu rächen. Deshalb hörte er mit seinem Gewimmer auf und rief der Frau mit sanftmütigster Stimme zu. »Aber, liebe Frau, was quälen Sie sich denn so sehr? Das Reisstampfen ist für eine alte Frau doch zu anstrengend. Lassen Sie mich hinunter, und ich will Ihnen diese Arbeit abnehmen.« »Ich danke«, erwiderte die Frau. »Bleib nur hübsch da oben, denn helfen würdet ihr mir doch nicht, sondern auskneifen. Dann könnten wir euch nicht zu Mittag essen, und mein Mann würde zornig werden und mich schlagen.« »Aber seid doch nicht so ängstlich«, sprach der Dachs mit einschmeichelnder Stimme. »Schließ doch alle Fenster und Türen, dann kann ich nicht fort. Ich verspreche euch nicht fortzulaufen, und euer Mann braucht gar nichts davon zu erfahren, denn ihr hängt mich hier wieder auf, wenn ich euch geholfen habe. Glaubt es mir, ich tue es nur euch zulieb, weil es mir leid tut, eine alte Frau sich so schwer quälen zu sehen.« Die Frau wurde schwankend, und als der Dachs bemerkte, dass seine Worte nicht ohne Erfolg blieben, redete er noch mehr schöne Worte, so daß die Frau, einfältig wie sie war, seinen Worten wirklich Glauben schenkte und ihn losband. Kaum war der Dachs auf dem Fußboden und frei, so stürzte er sich auf die Frau, tötete sie, nahm ihr die Kleider fort und legte sie sich selbst an, sich so in die Frau verwandelnd. Dann schnitt er von der toten Frau einige Stücke Fleisch ab, warf diese in den Mörser und vermischte sie mit dem Reis. Die übrigen Teile des Leichnams warf er hinter dem Hause auf einen Haufen. Nun kochte er ein schönes Gericht, und als der Mann zurückkam, bekam er es zum Essen vorgesetzt. Der Mann glaubte natürlich, es sei seine Frau, die den Dachs während seiner Abwesenheit geschlachtet hätte. Er freute sich sehr darüber, und das Essen schmeckte ihm vortrefflich. Nur wunderte er sich, dass das Fleisch etwas zähe und mager war. Er bot dem Dachs, der ihn in Gestalt der Frau bediente, auch etwas zum Essen an. Dieser aber dankte und sagte, als der Mann alles aufgegessen hatte, zu diesem recht spöttisch: »Nun, du armer Mann, du hast deine Frau gegessen. Pfui über dich, seine eigene Frau zu essen. Gehe hinaus, wenn du mir nicht glaubst, und schaue, was hinter dem Hause liegt.« Damit nahm er wieder seine Gestalt als Dachs an und rannte zum Hause hinaus. Der Mann, aufs Höchste erschreckt, eilte auch hinaus und erblickte hinter dem Hause den zerstückelten Leichnam seiner Frau. Er brach darüber in Tränen aus und war ganz untröstlich. Da kam der Hase daher und vernahm die traurige Geschichte. Er tröstete den Mann so gut er konnte und versprach, den Dachs zu bestrafen und den Tod der Frau seines Freundes zu rächen. Er nahm in der Küche etwas Miso, eine aus Bohnen, Hefe und Salz bereitete, dickliche Brühe, und mischte dieses mit gestoßenem rotem Pfeffer. Dann kehrte er in den Wald zurück, wo er bald den Dachs traf, der sich Spreu für sein Lager gesammelt hatte. Der Hase half ihm das Bündel auf den Rücken, und als der Dachs damit seinem Bau zuwanderte, zündete der Hase es flink an. Da das Bündel recht fest auf den Rücken gebunden war, was der Hase absichtlich getan hatte, so fiel es nicht eher herunter, als bis die Schnur, womit es befestigt war, durchgebrannt war. Natürlich war auch der Rücken des Dachses arg verbrannt. Scheinbar hilfsbereit, sagte der Hase: »Jammere doch nicht wie ein altes Weib.
Ich habe eine gute Salbe gegen Brandwunden. Halt still und lass dich einreiben. Der Dachs biss die Zähne zusammen und der Hase machte sich daran, den verbrannten Rücken mit dem mit rotem Pfeffer gemischten Miso einzuschmieren. Dass er dabei nicht sanft verfuhr, kann man sich denken. Ebenso, dass der Dachs seinen Schmerz nicht mehr verbeißen konnte und furchtbar zu heulen anfing, als Miso und Pfeffer in seinen Wunden zu wirken begannen. Er erlitt höllische Schmerzen und schleppte sich mühselig in seinen Bau, wo er unter Weh und Ach auf seinem Lager zusammenbrach. »Hättest du früher gewinselt, ginge es dir heute nicht so schlecht«, rief ihm der Hase zu, als er ihn verließ, um zu dem alten Manne zu eilen und diesem von der Bestrafung des Bösewichts Mitteilung zu machen. Der Mann aber, der inzwischen seine Frau begraben hatte, war mit dieser Bestrafung nicht zufrieden. Er verlangte den Tod des Dachses als Sühne, denn er befürchtete mit Recht, dass, wenn dieser wieder gesund sei, er noch weitere Rache nehmen würde. Dem Hasen leuchtete dies ein, und er machte einen anderen Plan, um den Dachs ums Leben zu bringen. Er baute also zwei Boote, ein kleines aus Holz und ein größeres aus Ton. Nachdem diese fertig waren, besuchte er den Dachs, um zu sehen, wie es ihm gehe. Bei diesem war inzwischen die Wunde etwas geheilt, aber er litt furchtbaren Hunger, hatte er doch während seines Krankseins nichts zu sich genommen. Als er den Hasen erblickte, freute er sich, denn er glaubte wirklich, dass ihm die schreckliche Salbe geholfen habe. Er bat ihn, doch etwas zum Essen zu besorgen. Der Hase aber erwiderte, »Ich habe leider nichts hier, aber im Flusse sah ich einige wundervolle Fische. Komm mit, die wollen wir uns fangen.« Obwohl der Dachs vor Hunger und Schwäche kaum gehen konnte, schleppte er sich doch bis zum Flussufer, wo die beiden Boote lagen. Der Hase fragte, »Welches willst du nehmen?« »Natürlich das Große«, entschied der Dachs. »Ich bin einmal der Vornehmere und dann auch schwerer als du. Da würde mich das kleine Boot nicht tragen.« Damit kletterte er auch schon in das Tonboot, während der Hase, zufrieden mit seiner List, in das kleine hölzerne Boot sprang. Sie ruderten nun beide bis in die Mitte des Flusses, doch ließ sich kein Fisch sehen, worüber der Dachs recht zornig wurde. »Dort ist einer«, rief der Hase plötzlich, als der Dachs sich umwendete, um nach dem Fische zu schauen. Da nahm der Hase sein Ruder und tat einen kräftigen Schlag nach dem anderen Boote, das natürlich sofort in Stücke sprang. Der Dachs fiel laut aufschreiend ins Wasser und wollte sich durch Schwimmen retten. Aber der Hase war in seinem Boote schnell hinter ihm her und hieb mit dem Ruder auf ihn ein, bei jedem Schlage ausrufend, »Das ist für die ermordete alte Frau! Das ist für die ermordete alte Frau!« So schlug er so lange auf den Dachs ein, bis dieser wirklich ganz tot war und von einigen großen Fischen, die gerade vorbeikamen, aufgefressen wurde. Nun war der Hase fröhlich und guter Dinge, fuhr ans Ufer zurück und eilte zu seinem alten Freunde, um ihm die Freudenbotschaft zu bringen. »Der Dachs ist tot, der Dachs ist tot! Deine Frau ist gerecht!« rief er schon von Weitem und erzählte, im Hause des alten Mannes angekommen, diesem, wie er den Dachs aufs Wasser gelockt, wie er das Boot zerschlagen und endlich den Bösewicht getötet habe, der nachher von den Fischen gefressen wurde. Da wurde der Mann, der bisher immer noch Furcht hatte, dass der Dachs auch ihm und dem Hasen ein Leid zufügen werde, wieder frohen Herzens. Er lud den Hasen ein, mit an das Grab seiner Frau zu kommen. Als beide am Grabe standen, rief der Mann, gleich als wenn seine Frau noch lebe, »Liebe Frau, du bist jetzt gerecht. Der Dachs, unser Widersacher, ist tot. Getötet von meinem Freund, dem weißen Hasen, hier neben mir. Wir können jetzt ohne Sorge sein. Der Bösewicht wird uns nicht mehr schaden.« Nachdem er dies gesagt hatte,
machte er 3 tiefe Verbeugungen und ging mit dem Hasen in das Haus zurück. Hier bereitete er diesem ein Essen, so gut er es konnte, um seine Dankbarkeit zu beweisen. Er lud den Hasen ein, doch bei ihm zu bleiben und in seinem Hause zu wohnen. Aber der Hase schlug dies dankend aus. Er sagte, er könne nicht schlafen in einem Raume, der ein Dach habe. Er könne nur schlafen im Freien unter dem Dache des Himmels. So musste sich der alte Mann zufrieden geben und in seinem Hause allein wohnen. Aber er blieb nur wenig im Hause, den ganzen Tag ging er in den Wald und unterhielt sich mit dem Hasen. Sie sprachen über alle möglichen Dinge, ihr Hauptgespräch aber bildete der Dachs, der durch seinen Neid und seine Feindschaft sich selbst ums Leben gebracht habe. War das Wetter schlecht, so besuchte der Hase den Mann im Hause und brachte ihm stets schöne Früchte mit. So lebten beide in Ruhe und Frieden, in Eintracht und Freundschaft, noch viele, viele Jahre. Wann sie gestorben sind, weiß man nicht, aber der weiße Hase hatte diese Geschichte seinen Verwandten erzählt und diese sie wieder den ihren und so weiter bis auf den heutigen Tag, wo sie niedergeschrieben und gedruckt wurde, damit sie nie vergessen werde und sich ein jeder erinnere, dass man sich selbst straft, wenn man missgünstig die Freundschaft anderer stören will.